Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir geben Ihnen noch einen Augenblick. Setzen Sie sich, holen Sie sich was zu trinken. Wir haben über die letzten Monate die Erfahrung gemacht, dass man bei diesen digitalen Formaten den Zuschauern ebenfalls einen Augenblick geben sollte. Früher war das immer der Augenblick, wo man noch die Jacke aufgehängt hat oder sich den Stuhl zurückgerückt hat, und heute die Zeit, die man braucht, um es sich vor dem Monitor gemütlich einzurichten. So, jetzt aber beginne ich, sehr liebes Publikum, verehrtes Publikum, guten Nachmittag aus dem Paul-Löbe-Haus in Berlin-Mitte bei schönstem Wetter. Mein Name ist Ralf Erbel und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute stellvertretend für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit begrüßen darf aus dem Paul-Löbe-Haus zur Auftaktveranstaltung einer insgesamt vierteiligen Veranstaltungsreihe zu den Chancen und Herausforderungen des ländlichen Raums, einer Veranstaltungsreihe, die wir in Kooperation mit der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag durchführen. Und ich darf mich bereits an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken bei dem Referenten Deutsche Einheit der FDP-Fraktion, Sven Hoffmeister, und seinem Team für diese Zusammenarbeit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Auftakt unserer Veranstaltungsreihe zum ländlichen Raum, also dem ländlichen Raum, der ja in Deutschland je nach Definition in etwa 90% der Fläche und in etwa die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands umfasst, werden wir uns heute mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Landwirtschaft auseinandersetzen, bevor wir uns in den kommenden Wochen dann sukzessive den Themen Mobilität, Gesundheitsvorsorge und Strukturwandel annehmen. Es sind allesamt Themen, bei denen die politischen Weichenstellungen heute und in naher Zukunft maßgeblich darüber entscheiden werden, wie lebenswert weite Teile unseres Landes in naher und ferner Zukunft sein werden, ob die oftmals befürchtete Fragmentierung unserer Gesellschaft unter anderem in urbane Wachstumsregionen einerseits und strukturell abgehängten, oftmals ländlichen Regionen andererseits noch rechtzeitig entgegengewirkt werden kann. Und deshalb freue ich mich sehr, gemeinsam mit Ihnen auf die kommenden knapp 90 Minuten, bei denen wir mit unseren geladenen Gästen über Smart Farming, Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Landwirtschaft diskutieren werden, und begrüße sehr herzlich den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion und innerhalb der Fraktion zuständig für die Themen Digitalisierung, Umwelt, digitale Infrastruktur, Landwirtschaft und Ernährung, Frank Sitter. Herzlich willkommen. Ebenso herzlich darf ich begrüßen, als einzige heute digital zugeschaltet, Frau Professorin Ann-Kathrin Marlein, Agrarwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Phytomedizin, Direktorin des Instituts für Zuckerrübenforschung an der Universität Göttingen. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute uns Ihre Zeit schenken und digital zugeschaltet sind, Frau Professorin Marlein. Vielen Dank. Sehr herzlich begrüßen darf ich Christoph Plass, einen digital affinen Landwirt aus Liebenwalde und Sprecher von Landschaft Verbindung im Land Brandenburg. Herzlichen Dank, dass Sie es ins Herz Brandenburgs, nämlich nach Berlin, geschafft haben heute. Schön, dass Sie dabei sind. Ich darf sehr herzlich begrüßen Lea Vlies, Geschäftsführerin bei Forum Moderne Landwirtschaft und ehemalige Redakteurin. Auch Ihnen herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und Herrn Dr. Gero Hocker, landwirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Herr Hocker, vielen Dank, dass Sie uns heute Ihre Zeit schenken. Ja, und last but not least begrüße ich sehr herzlich die Dame, die uns heute Nachmittag und am frühen Abend durch die Diskussion führen wird, Susanne Sahre. Sie ist freie Moderatorin, Journalistin und Sprecherin mit langjähriger Erfahrung auch als Nachrichtensprecherin im Bereich Hörfunk. Sie ist Deutsch-Iranerin und wir freuen uns darauf, dass Sie uns jetzt die kommenden knapp 90 Minuten durch die Diskussion führen. Und hiermit übergebe ich auch an Sie, Frau Sahre, und bedanke mich bei Ihnen allen, freue mich auf die Diskussion und möchte das Publikum noch motivieren und bitten, sich auch zu beteiligen. Davon leben diese digitalen Formate, und damit übergebe ich an Sie. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Erbe. Er hat schon ganz viel gesagt. Also genau das wollen wir machen, interaktiv heute diskutieren. Ich begrüße Sie auch nochmal recht herzlich aus diesem wunderschönen Lampenraum, in dem wir uns jetzt befinden, mit Ihnen gemeinsam digital. Sprechen wir über ein besonderes Thema. Wie digital ist denn die Zukunft der Landwirtschaft? Werden denn in 10 Jahren, wenn wir uns das so vorstellen, plötzlich Ernte- und Düngemaschinen auf den Feldern komplett vollautomatisch von Drohnen und Bodensensoren gesteuert? Werden unsere Kühe von Robotern vielleicht gemolken und wird der Landwirt, der Zukunft vielleicht auch gleichzeitig ein IT-Experte sein? Darüber wollen wir sprechen, genauso wie der Frage, ob es vielleicht scheitert an dem Ausbau der Breitbandtechnologie oder auch der 5G-Technologie und vor allen Dingen auch der Frage, was hat denn eigentlich die Zukunft der Landwirtschaft auch mit der Nachhaltigkeit zu tun? Wie kann man nachhaltig die Zukunft der Landwirtschaft gestalten und trotzdem digitaler werden? Darüber wollen wir sprechen mit einer hochkarätigen Runde. Herr Erbe hat es schon eben kurz angekündigt und ich freue mich auch gleich nochmal im Detail mit Ihnen in einer Vorstellungsrunde zu sprechen. Aber zunächst möchte ich Sie nochmal einladen. Sie haben auf der rechten Seite oder direkt unter Ihnen, je nachdem, wie Sie zugeschaltet sind, einen Chat. Und dort können Sie jederzeit Ihre Frage, Ihre Meinung reinschreiben. Und das Wunderbare ist, dass mein charmanter Kollege Sven Hoffmeister die Fragen dann im Laufe unserer 90 Minuten nochmal aufgreifen, die ein oder andere oder Ihre Meinung. Und wir versuchen, möglichst viel hier mit reinzunehmen. Und in diesem Sinne möchte ich erstmal starten und Herrn Dr. Hocker nochmal begrüßen, Sprecher für Landwirtschaft und Ernährung der FDP-Bundestagsfraktion und seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags aus Werden, Niedersachsen, und er setzt sich, das haben wir eben auch schon gesagt, seit Jahren für die heimische Landwirtschaft ein. Und meine Einstiegsfrage, um so ein bisschen in das Thema anzukommen, Herr Dr. Hocker, ist so, dass, wenn man an Landwirtschaft denkt, das ist so ein Thema, vielleicht die Städter würden jetzt so sagen, na, die Landwirtschaft, das ist so, man hat so ein idyllisches Bild einerseits von einem ganz idyllischen ländlichen Arbeiten, aber auch gleichzeitig denkt man an viel Brauchtum. Und meine Frage ist, passt denn dieses idyllische, vielleicht sogar von manchen als rückständische Bild von der Landwirtschaft, passt das noch mit der Wirklichkeit der Städter und dem heutigen Leben zusammen? Wie passt das zusammen? Also Sie haben völlig recht, dass es eine Kluft gibt zwischen der Tatsache, wie Landwirtschaft stattfindet im Jahre 2021 auf der einen Seite und der Wahrnehmung, die über Landwirtschaft existiert, häufig in eher urbanen Milieus und in urbanen Regionen. Und es stimmt auch, dass viele Diskussionen, die gegenwärtig erfolgen, stattfinden, so ein bisschen den Anschein erwecken, als glaubten Menschen da draußen, gerade in den städtischen Regionen, man könnte sozusagen zurück ins Jahre 1952, wo die, das Korn- und Pflanzenanbau und alle Dinge anders erfolgt sind als heute. Man muss sich nur mal die Mühe machen, am Wochenende sich mal anzugucken, wie Ställe, die vielleicht vor 50, 60 Jahren gebaut wurden, wie anders die aussehen im Vergleich zu Ställen, die jetzt modern im Jahre 2020 oder 2021 gebaut werden. Da ist ehrlicherweise kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Ich gehe sogar so weit, dass Landwirtschaft derjenige Wirtschaftsbereich ist, der es über die Jahrzehnte, wenn Sie sogar wollen, Jahrhunderte, am meisten eine Wandlung vollzogen hat und ehrlicherweise ja auch immer effizienter werden muss. Denn wir haben auf der einen Seite explodierende Bevölkerungszahlen, wir haben eine begrenzte Fläche weltweit. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Landwirtschaft, was Tierhaltung, was nachhaltige Bewirtschaftung anbelangt. Und die Fläche wird ja ehrlicherweise sogar immer kleiner, weil wir es mit dem Klimawandel zu tun haben, weil wir in Europa immer mehr Flächen versiegeln, Gewerbegebiete bauen, Straßen bauen und vieles mehr. Und daraus entsteht ein zusätzlicher Druck auf Landwirtschaft, dass sie eben immer nachhaltiger auf der einen Seite, aber auch effizienter werden muss. Und deswegen haben die Vorstellungen, die im urbanen Raum existieren über Landwirtschaft, übrigens genauso wie sie bei einigen politischen Wettbewerbern existieren über Landwirtschaft. Man könnte zurück ins Jahr 1952, habe ich eben gesagt, und damit eine Weltbevölkerung sicher ernähren, überhaupt nicht zusammen. Landwirtschaft ist hochmodern, wenn es der Staat ermöglicht und zulässt, auch digital. Und es macht tatsächlich Sinn, sich mal unmittelbar ein Bild davon zu verschaffen, dass natürlich Kühe schon heute sehr automatisiert gemolken werden. In der Anmoderation wurde eben gesagt, naja, bald werden Kühe mit dem Roboter. Also vieles ist da schon automatisiert. Wir stehen an der Schwelle zu ganz anderen Innovationen. Wenn wir über Pflanzenschutzmittel nachdenken, die über Drohnen ausgebracht werden, über autonomes Fahren auf dem Schlag auf der Fläche. Wir sprechen über Roboter, die die Ernte vollziehen können und viele andere Dinge mehr. Also Landwirtschaft ist deutlich moderner, als es viele Menschen glauben in den Städten. Und das angestaubte Bild, von dem Sie gesprochen haben, das existiert, aber es hat in den allermeisten Regionen nichts mit der Realität zu tun.
Vielen Dank erstmal bis dahin. Machen wir uns doch mal wirklich ein Bild in der Praxis. Und dazu freue ich mich wirklich recht herzlich nochmal, Sie zu begrüßen. Christoph Plass, er ist Kartoffelbauer aus Liebenwalde und er ist sehr digital affin. Er wird uns gleich erläutern, was das bedeutet. Er ist außerdem Sprecher von Landschaft Verbindung im Land Brandenburg. Das ist eine Initiative aus Landwirten, die sich für die Interessen der Landwirtschaft einsetzen. Und bevor wir miteinander sprechen, Herr Plass, würde ich gerne einfach mal sagen, wir schauen uns an, einen kleinen Film, den wir jetzt über Sie haben und über Ihre Arbeit und was das bedeutet, digitale Landwirtschaft, von Herrn Plass. In so einem Feld steckt sehr viel Liebe. Ich mache meinen Beruf, weil ich gerne in der Natur bin, weil ich unheimlich viel Spaß habe, Sachen zu pflanzen, anzubauen, zu pflegen, von der Planung über die Düngemaßnahmen, den Pflanzenschutz, die Ernte, die Vermarktung, das gesamte Konzept, was man wie auf dem Schlag anbaut, um eine möglichst große Ernte zu sichern, beziehungsweise auch Qualität. Früher bei meinem Vater, der auch schon Landwirtschaft betrieben hat, war es so, der ist mit seiner Erfahrung aufs Feld gegangen und hat die Pflanzen beurteilt, hat gedüngt. Und wir gehen heute auch mit Erfahrung aufs Feld. Heute nutzen wir Sensorik, Wetterdaten, Digitalkarten, satellitengestützte Maschinen, Treibstoffmanagement. Alles muss mit einfließen. Mein Tag beginnt im Büro am PC. Da haben wir die Planung, eine Düngestrategie für den Stickstoff in der letzten Abschlussbehandlung heute festzulegen. Dann erstellen wir die Karte, übertragen die Daten dann per USB-Stick auf den Schlepper. Diese Applikationskarte wird dann vom Schlepper abgearbeitet. Der Schlepper steuert die Menge Kalkammonsalpeter und er schaltet das Gerät auch selbstständig an und aus. Er kann selbstständig die Fahrgasse nachfahren und berücksichtigt auch die Feldgrenzen, die Vorgewände, um so eine minimale Überlappung und eine maximale Ausbeute des Düngers zu erreichen. Das Potenzial, was wir an Ressourcenschonung und Effizienz hier draußen haben, um bessere Nahrungsmittel zu erzeugen, ist unglaublich. Deshalb setzen wir auch ganz speziell immer auf die neueste Technik. Heutzutage beziehen wir alle Informationen aus dem Weltall. Wir brauchen Kommunikationssatelliten. Wir benutzen Erdbeobachtungssatelliten, das Global Position System mit dem Galileo-System, um diese Effizienz zu erreichen und auch das Produkt zu produzieren, was der Verbraucher möchte. Ja, da sehen wir schon ganz wunderbare Bilder, die einen Einblick geben in Ihre Arbeit. Aber abseits davon möchte ich auch noch mal anknüpfen an Ihre Arbeit als Sprecher von Landschaft Verbindung. Vielleicht können Sie uns ein bisschen einordnen. Wofür steht denn diese Bewegung und was ist da der Antrieb dahinter? Ja, also der Antrieb hinter Landschaft Verbindung ist relativ einfach. Wir sind im Oktober 19 aufgestanden, um zu zeigen, dass wir einfach unzufrieden sind mit der Situation der Landwirte, speziell was Agrarpolitik betrifft, was das Meinungsbild der Verbraucher und der urbanen Räume betrifft. Und wir wollten einfach zeigen und auch ein Zeichen setzen, dass wir einfach unzufrieden sind und dass wir auch in politische Entscheidungen eingebunden werden wollen, wenn die über uns gemacht werden und nicht durch, ich sage mal, Emotionen gelenkte Entscheidungen kriegen, sondern wirklich wissenschaftlich basierte Entscheidungen. Das endete dann oder startete im Prinzip im Oktober 19. Im November 19 können sich wahrscheinlich viele hier in Berlin noch an die Traktordemo erinnern. 12.000 Traktoren, 40.000 Menschen am Brandenburger Tor. Da war ich schon maßgeblich mit beteiligt. Und wir sind jetzt seit Oktober 19 auf der Reise und wir werden zwar gehört und es gibt vielleicht eine andere Wahrnehmung, aber wir Landwirte sind immer noch sehr, sehr unzufrieden. Aktuell kommen jeden Monat neue Probleme auf uns zu. Aktuell Insektenpaket, nur als Stichwort, wo wir gerade auch wieder mit sehr vielen Protestaktionen versuchen, darauf hinzuweisen, dass wir auf Sachlichkeit und Fachlichkeit berufen wollen. Und so sind wir entstanden. Wir sind ein wilder Haufen. Und ja, wir wollen halt zeigen, dass wir unzufrieden sind. Und wir möchten einfach mitreden. Und wir stellen uns natürlich den Problemen, die wir erzeugen oder auch was die moderne Gesellschaft für Erwartungen hat, den stellen wir uns natürlich. Wir können natürlich auch, wenn es Probleme gibt, die entstanden sind, an Lösungen arbeiten. Aber wir wollen natürlich mitreden und das wissenschaftlich und fachlich.
Und das wollen wir auf jeden Fall in der Kürze der Zeit, die wir heute gemeinsam haben, auf jeden Fall tun. Erstmal bis dahin vielen Dank. Ich freue mich auch nochmal, Lea Vlies zu begrüßen. Wir haben eben schon gesagt, sie ist Geschäftsführerin bei Forum Moderne Landwirtschaft, selbst studierte Journalistin, ausgebildete Redakteurin, hat zuletzt auch bei der BILD gearbeitet, hat man mir, habe ich gelesen, und ist seit 4 Jahren beim Forum Moderne Landwirtschaft, gebürtig übrigens aus dem Allgäu, finde ich auch ganz spannend. Das heißt also, sie sind selber in einem alten Landhaus mit Kuh und Hühnerstall und Scheune aufgewachsen und sind auch von Haus aus der Materie nicht fremd, kann man so sagen. Um nochmal auf dieses Forum Moderne Landwirtschaft zurückzukommen. Das ist ja auch eine Institution, bei der sich Verbände, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche zusammenschließen mit einem gemeinsamen Anliegen. Deswegen vielleicht mal die Frage, wofür steht dieses Forum und was machen Sie? Ja, also Sie haben meinen Background im Journalismus angesprochen. Wir machen Kommunikation, also wir richten uns genau an die Bevölkerung, auch das, was Herr Hocker gerade angesprochen hat, die urbane Bevölkerung, die Menschen, die ganz weit weg sind von der Landwirtschaft heute, die ganz wenig darüber wissen. Und wir verstehen uns als Brückenbauer zwischen der Landwirtschaft und der Gesellschaft. Wir erzählen die Geschichten hinter der Lebensmittelproduktion. Das ist einfach deswegen auch ein ganz spannendes Thema, weil es wirklich jeden betrifft. Jeder isst, jeder konsumiert Lebensmittel. Und wir zeigen eine Branche, die innovativ ist, die bedeutsam ist, die flexibel ist, veränderungsbereit. Und das macht einfach großen Spaß. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch gut, dass wir da nochmal diesen Einblick auch in diesen Mittelweg finden, nochmal in der Diskussion zwischen den einzelnen Positionen, die sich da auftun. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ich freue mich auch nochmal links neben mir Frank Sitter zu begrüßen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Wir haben es eben schon gehört, der FDP-Bundestagsfraktion, Mitglied des Deutschen Bundestags aus Halle, Saale. Und eines seiner Themen unter anderem Digitalisierung, haben wir auch schon angesprochen. Und er sagt, wichtig ist, dass die Menschen in Deutschland die Chancen des digitalen Fortschritts ergreifen können. Voraussetzungen dafür sind natürlich ein flächendeckender Ausbau. Das ist natürlich was, was bei der Landwirtschaft und Digitalisierung auch schnell aufkommt, das Thema. Aber kommen wir erstmal zu Ihnen nochmal persönlich. Also Sie sind nicht nur stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sondern vertreten ja auch das Bundesland Sachsen-Anhalt im Deutschen Bundestag, also ein Bundesland mit den meisten Böden Deutschlands, ist ein landwirtschaftliches Bundesland. Und wie stehen Sie denn persönlich zur Landwirtschaft und welchen Stellenwert hat die Branche für die Freien Demokraten? Ja, vielen, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und auch diese Frage, die mein Bundesland betrifft und auch das ganze Thema Landwirtschaft. Denn auch wenn ich aus einem eher landwirtschaftlich geprägten Bundesland komme, muss ich zugeben, dass mein Wissen über die Landwirtschaft tatsächlich auch, bevor ich in den Bundestag kam, ich sage mal so überschaubar war. Und es wurde vorhin in der Anmoderation gesagt, welche verschiedenen Themenbereiche ich verantworte. Und das ist ein Arbeitskreis bei uns und der heißt Nachhaltigkeit durch Innovation. Und eine meiner ersten Erfahrungen hier war, weil das Thema Landwirtschaft, wie gesagt, ich relativ neu für mich war wie viel unternehmerisches Engagement, wie viele tolle Technologien es eben in diesen Bereichen gibt. Ich erinnere mich an eine ganz tolle Veranstaltung, wo es angefangen von Sonden in Kuhmägen, um die Ernährung der Kühe zu überwachen, bis hin zum Sammeln von Daten beim Insektenflug, um eben echte Daten zu haben, im Thema Biodiversität wahnsinnig viel dabei war. Und da war ich erstmal überrascht, wow, in diesem Bereich, wir haben es vorhin gehört, gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Der eine hat eher so ein bisschen eine romantische Vorstellung von Landwirtschaft, der andere findet das komplett schlecht, weil er nur irgendwie von mangelndem Tierwohl und von Massenlandwirtschaft gehört hat. Und irgendwo dazwischen gibt es jetzt auf einmal eine hochinnovative, auch Gründerszene, die sagt, wir wollen eben Nachhaltigkeit durch Innovation bringen. Wir wollen eben zeigen, dass nicht Pflanzenschutzmittel an sich was Schlechtes sind, sondern vielleicht die Menge, die wir zurzeit noch verwenden. Und wir haben dafür uns Ideen überlegt, wie man zielgerichtet und wirklich nur so viel einsetzt, wie man auch wirklich braucht. Und dann haben wir jetzt eine Situation, Sie sagen, wir brauchen die digitale Infrastrukturen, da sind wir in Deutschland ja noch auf einem weiten Weg. Wir brauchen sie zum einen sicherlich auch, um innovative, ich sag mal, Smart Farming Produkte an den Mann zu bringen. Aber ein Stück weit sehen wir jetzt auch, man kann im Moment einem Landwirt bei Twitch über die Schulter schauen und kann sozusagen eine ganze Nacht lang oder einen ganzen Abend lang mit Mähdrescher fahren. Allein das ist ein Stück weit auch Digitalisierung. Der braucht dafür auch erstmal eine gute Verbindung. Also scheinbar haut das ganz gut hin. Aber es bringt vielleicht ein Stück weit dieses Konflikts irgendwie zwischen urbanen Räumen und ländlichen Räumen irgendwie zusammen, weil man auf einmal viel mehr erfährt davon. Und wie gesagt, das Beispiel kann das nur empfehlen. Twitch, eigentlich eine Plattform für
Computerspiele und Gaming. Inzwischen hat ja auch die FDP-Bundestagsfraktion da, glaube ich, einen eigenen Kanal. Aber man kann dort eben auch dem Landwirt, ich glaube Twitch Farming heißt das Ganze, über die Schulter schauen und dabei echt mal sehen, was die so alles machen. Und dass das am Zweifel mit dreckiger Arbeit ganz wenig zu tun hat. Denn die Mähdrescher heute sind, mein Sohn sagt immer, sehen aus wie kleine Raumschiffe, sind ja riesige Hightech-Geräte, wo wahnsinnig viel geht, wo gemessen wird, wo Daten gesammelt werden. Und das ist, glaube ich, eine irre Möglichkeit, auch für Deutschland, damit Innovation voranzugehen und eben zu sagen, es geht eben nicht nur darum, die Menschen hier in Berlin zu ernähren, sondern wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, wir haben immer weniger Fläche, also brauchen wir intelligente und auch effiziente Technologien, die diesen Planeten schützen, aber gleichzeitig auch die Menschen ernähren. Und da sehe ich wahnsinnig viel Potenzial und deswegen ist es auch toll, dass wir so eine Veranstaltung machen, um mal zu zeigen, da geht richtig was in dieser Branche. Spannende Einblicke und vor allen Dingen, was Nachhalt ist, eben da ist ganz viel Potenzial und da möchte ich nochmal anknüpfen und freue mich jetzt nochmal digital zugeschaltet zu begrüßen, Professor Dr. Anne-Kathrin Marlein. Sie ist Agrarwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt auf Phytomedizin, also wer das noch nicht gehört hat, das ist die Wissenschaft von den Krankheiten und Beschädigungen der Pflanzen. Sie ist außerdem Direktorin des Instituts für Zuckerrübenforschung an der Universität Göttingen. Und dort ist sie mit ihrem Team für die Entwicklung innovativer Zuckerrübenbauverfahren beispielsweise verantwortlich. Und für diese Pflanzenphänotypisierung und den Bereich Smart Farming entwickeln sie verschiedene innovative Projekte im digitalen Bereich und sind bundesweit vernetzt. Sie wird uns sicherlich zum Thema Innovationen ganz viel erzählen können. Und von daher möchte ich als Einstiegsfrage, Frau Professor Marlein, Sie fragen, der Wissenschaft wird manchmal hier nachgesagt, eher so eine trockene Angelegenheit zu sein und Ihre Arbeit als Leiterin ist aber auch eher theoretischer Natur oder wie sieht denn diese Forschung aus als Agrarwissenschaftlerin? Welche Themenfelder bewegen Sie? Was passiert gerade bei Ihnen? Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Die Wissenschaft, die wir betreiben, ist sicherlich nicht trocken. Ich komme gerade auch vom Feld. Wir haben gerade uns verschiedene Roboter angeschaut, die in Zuckerrüben mechanisch Unkraut kontrollieren, vorher das Unkraut mit Kameras aufnehmen. Wir sind also ganz, ganz nah an der Praxis und wir brauchen auch die enge Interaktion mit der Praxis, um wirklich Lösungen von morgen zu entwickeln und hier eben dann auch sehr innovativ und interdisziplinär vorzugehen. Denn das ist etwas, was ganz entscheidend ist bei der Frage der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wir brauchen die Expertise von anderen Disziplinen wie Informatik, wie Sensorik oder Agrartechnik zum Beispiel, um hier wirklich zielführend Lösungen für die Praxis zu generieren. Und Sie haben uns, Frau Professor Marlein, auch ein bisschen was mitgebracht, damit wir das erstmal so ein bisschen einordnen können. So auf die Frage hin, wie ist denn eigentlich der Status quo und was könnte alles möglich sein? Was ist vielleicht auch schon alles möglich? Ja, gerne. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, die ich gerne zeige. Es wird einiges nochmal wiedergegeben, was schon mündlich von den Kollegen angesprochen wurde. Ich hoffe, Sie können meine Folien sehen. Ganz großartig. Ja, können wir sehen. Ja. Ja, ich möchte ein bisschen über unsere Arbeit vorstellen. Ein Großteil unserer Arbeit ist in einem sogenannten digitalen Experimentierfeld gebündelt, welches vom Ministerium gefördert wird, um digitale Technologien für den Pflanzenschutz der Zukunft zu gestalten und zu fördern. Und Herr Hocker hatte das eingangs schon gesagt, es ist so, die Landwirtschaft hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, war es so, dass eben 1950 ein Landwirt die Ernährung von 10 Menschen gesichert hat und vieles noch viel stärker körperliche Arbeit war. Dann gab es verschiedene Stufen der grünen Revolution durch Fortschritt in der Züchtung, aber eben auch Fortschritt in der Mechanisierung. Und 2013 war es dann so, dass ein Landwirt die Ernährung von bis zu 145 Menschen gesichert hat. Wir müssen uns aber weiterentwickeln. Die Probleme sind schon angesprochen worden. Für 2050 wird erwartet, dass ein Landwirt 200 Menschen ernähren muss. Und wie ist das Ganze möglich? Wir gehen davon aus, dass hier eben die Technik, der technische Fortschritt und auch eine bessere Information und Organisation von Flüssen ganz entscheidend ist. Das heißt, es können Informationen und Daten gesammelt werden und diese durch entsprechende Auswertung, durch künstliche Intelligenz, Vernetzung interpretiert und nutzbar gemacht werden. Ja, was sind die Potenziale der Digitalisierung in der Landwirtschaft? Das Management soll insbesondere wissensbasiert und automatisiert durchgeführt werden. Also eine sehr genaue Kenntnis über den Zustand auf dem Feld oder im Stall in der Innenwirtschaft, um dann Abweichungen zu berücksichtigen, zu erkennen. Wir sprechen da von sogenannten Heterogenitäten. Wenn Sie sich so ein Feld vorstellen, dann kommen Krankheiten zum Beispiel selten in der Fläche vor. Oft sind das Nester, die hier auftreten. Diese Nester wollen wir frühzeitig entdecken, um dann Maßnahmen
zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Bereich der Fläche durchzuführen. Und die Technologien, die hier zusammenkommen, sind insbesondere Geoinformationssysteme, Verfahren aus dem Bereich Robotik, Sensorik, Entscheidungshilfen und natürlich die Datenauswertung. Die künstliche Intelligenz spielt hier eine ganz große Rolle. Ja, ich hatte es eingangs erwähnt, wir forschen hier in einem sogenannten digitalen Experimentierfeld. Unser digitales Experimentierfeld in Göttingen liegt in der Mitte von Deutschland, Pharmaspace. Es gibt noch weitere digitale Experimentierfelder, die sich mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen beschäftigen. Von der Innenwirtschaft, wie zum Beispiel Digimilch oder Cattle Hub im Stall, bis hin zu Fragen auf einer übergeordneten Ebene, auf einer hohen Landschaftsebene. Ist es das Ziel hier eben, digitale Techniken für den Pflanzenbau und für die Tierhaltung zu erforschen und insbesondere den Wissenstransfer in die Praxis zu ermöglichen. Das heißt, wir selbst testen Prototypen, prüfen diese, evaluieren es wissenschaftlich, wie der Mehrwert ist und kommunizieren es durch entsprechende Veranstaltungen, die im Moment natürlich digital stattfinden, an den Landwirt. Ja, ein bisschen Theorie muss ich leider auch mitbringen. Es ist alles recht komplex und hier sehen Sie ein Beispiel für so ein digitales Entscheidungshilfemodell, ein sogenanntes multidimensionales Datenmodell. Was machen wir ganz konkret? Wir versuchen, Informationen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen zu integrieren, zum Beispiel Satellitenbilder oder Aufnahmen von einer Drohne, Handyaufnahmen, Wetterdaten, visuelle Monitoren und Beobachtungen des Landwirtes, um diese Informationen zu integrieren und bestmögliche Entscheidungen zu generieren. Und das eben am Beispiel von Blattkrankheiten zum Beispiel in Kulturen wie Zuckerrübe und Weizen oder aber auch um die Entwicklung und das Auftreten von Unkräutern zu erfassen. Ja, und Unkräuter, dieses Beispiel hatte ich schon genannt. Das ist ein sehr spannendes Anwendungsfeld, wo im Moment die Entwicklungen auch schon sehr weit sind. Sie sehen hier rechts so einen kleinen Roboter über das Feld fahren. Dieser Roboter ist mit einem Kamerasystem ausgestattet. Dieses Kamerasystem nimmt den Bereich vor sich auf und kann dann anhand der Bilddaten mit einer künstlichen Intelligenz automatisiert die Nutzpflanze, in diesem Fall die Zuckerrübe, erfassen und mögliche Unkräuter, die in dem Bild links in Rot und in Blau dargestellt sind. Und diese Information steuert dann ein Hackgerät an, welches im hinteren Bereich des Roboters installiert ist. Und die Hacke kann dann sehr präzise ausschließlich die Unkräuter entfernen, ohne dass die Kulturpflanze, die Zuckerrübe, zu Schaden kommt. Mit so einem Verfahren können Sie sich natürlich vorstellen, dass insbesondere die Ausbringung von chemischen Pflanzenschutzmitteln ganz, ganz intensiv reduziert werden kann. Ja, so viel vorweg als kurze Einführung. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion heute und spannende Ideen zur Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wir arbeiten mit vielfältigen Partnern zusammen und ganz positiv ist hier im Moment auch die Start-up-Szene, die sich eben mit innovativen Ansätzen der Fragestellung nähert. Vielen Dank. Frau Professor Marlein, vielen Dank bis dahin und ich schaue jetzt einfach mal in die Runde, war ja schon ganz viel Einblick und Informationen und ich möchte gerne zunächst einmal nochmal Sie fragen, Herr Plass, wenn man das so sieht und sich das auch die Arbeit praktisch so gar nicht vorstellen kann, stellt man sich doch die Frage, wie stehen denn die Landwirte zu dieser rasanten digitalen Transformation? Also ist es irgendwann so, dass vielleicht auch die Landwirtschaft zusätzlich noch Informatik studiert haben muss, wenn man sich all diese Technik ansieht, die da auf uns zukommt und schon zugekommen ist? Ja, ich denke, die Landwirtschaft steht dem sehr positiv gegenüber, weil wir natürlich auch ein Bereich sind, der sich entwickeln möchte. So wie es Industrie 4.0 gibt, sind wir auch Landwirtschaft 4.0 und sagen schon viele in der Landwirtschaftsseite deutlich weiter als in der Industrie mit 4.0. Und viele Herausforderungen, die sich stellen, ob das nun Krankheiten sind oder auch der Umgang mit Pflanzenschutz oder mit Ressourcen, bin ich überzeugt davon, dass wir dadurch Potenziale haben, wirklich effizient zu werden und auch deutlich umweltschonender zu arbeiten, wie wir da Nahrungsmittel erzeugen. Natürlich ist auch die Gefahr da, dass wir sehr viel Datenmüll produzieren, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich habe das mal so resümiert, wie wir mal angefangen sind. Ich bin also vor 20 Jahren auf dem Betrieb angefangen mit einem automatisiert gelenkten Traktor. Das war der Einstieg in digitale Landwirtschaft für mich. Und wir sind jetzt über 20 Jahre später in meinen Augen bei vollautonomen Traktoren und Aussaatmaschinen, die die Daten über eine Cloud aus der Schlagkartei laden. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Und wenn ich so sehe, wie sich der Betrieb bei mir entwickelt hat und wie viel Daten und auch wie viel Wissen wir zusätzlich haben und auch wie sich die Arbeitsweise mit speziellen Produkten wie Pflanzenschutz und Düngemitteln geändert hat, dann bin ich sicher, dass das der richtige Weg ist.
Vielen Dank. Also Thema Datenmüll ist natürlich auch was wir unbedingt nochmal gleich aufgreifen müssen, weil es ja wirklich unfassbare Mengen sind, von denen man da spricht, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Aber vielleicht auch nochmal an Sie, Frau Vlies, die Frage. Es ist natürlich die automatische Abhängigkeit damit verbunden, die auf die Landwirtschaft zukommt. Welche Chancen und Risiken sehen Sie darin? Also ich sehe vor allem Chancen, das hat Herr Plass gerade angesprochen, die Landwirte sehen da auch ganz viele Chancen. Ich sehe die Chancen in zwei Bereichen vor allem. Das eine Thema ist die Transparenz. Das ist auch das Thema, das uns beschäftigt. Ich habe so einen Unkrautroboter tatsächlich mal live auf dem Feld gesehen und man staunt einfach nur. Man kennt irgendwie das ganze Thema Robotik, diese komischen menschenähnlichen weißen Männchen, die da durchs Büro fahren und wo man irgendwie nicht genau weiß, wo fahren die so hin. Dann kennt man natürlich Boston Dynamics, wo man einfach nur staunt, was da alles möglich ist. Aber auf dem Acker, also man staunt da, wie gesagt, einfach nur. Und diese Faszination zu transportieren über digitale Kanäle, über Social Media, nicht nur Twitch, sondern auch Facebook, Instagram, also vielleicht die sozialen Netzwerke, wo die meisten auch aktiv sind. Das nutzen ganz viele Landwirte schon und die nutzen auch die Möglichkeit, Webcams im Stall aufzuhängen, auf dem Acker, um da einfach transparent zu zeigen, was sie den ganzen Tag machen. Und wo ich sehr beeindruckt bin, ist auch von der Zahl der Rückverfolgbarkeit. 16% der Landwirte haben gesagt, dass sie Online-Rückverfolgbarkeit vom Hof auf den Teller schon anbieten und da eine Transparenz für Produkte herstellen, die mich auch wirklich sehr überrascht hat. Und gleichzeitig sagt aber auch der Verbraucher, dass er das möchte. Also 25% der Verbraucher haben da schon mal in Umfragen angegeben, dass sie schon mal einen QR-Code gescannt haben, um zu gucken, was steckt denn im Produkt drin. Auch die sozialen Netzwerke, da sieht man ja, dass da wirklich Diskussionen stattfinden. Also das ist eine ganz große Chance. Und der zweite Bereich wurde auch schon oft angesprochen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also da sagen auch ganz viele Landwirte, natürlich geht es um Effizienzsteigerung, natürlich geht es am Ende darum, meinen Arbeitsalltag zu erleichtern, aber die richtig große Chance ist der Bereich Nachhaltigkeit, wo man eben sagen kann, wir produzieren umweltschonender, wir reduzieren die Einträge auf die Äcker, wir sichern mehr Tierwohl in den Ställen. Und da ist einfach eine ganz große Chance da. Nachhaltigkeit auf jeden Fall ein Thema, was wir auch nochmal durchsprechen möchten. Aber noch kurz zurück zu Ihrem, zu dem Forum Moderne Landwirtschaft e.V. Es geht ja auch um Dialog und Austausch und ist ja auch irgendwie ganz wunderbar, jetzt gerade in so einer gemischten Runde aus Wissenschaft, Politik, ganz viele Institutionen, Landwirtschaft aus der Praxis zusammenzusitzen. Um was für einen Dialog geht es und was sind die Forderungen auch an die Politik? Also wir machen ganz vorrangig Verbraucherkommunikation. Das heißt, unsere Mitglieder haben ihre Forderungskataloge an die Politik. Und wir schauen uns das an, was die Gesellschaft tatsächlich für Erwartungen an die Landwirtschaft hat. Und da sind wir wieder beim Bereich Nachhaltigkeit. Die Menschen wollen mehr Tierwohl, die Menschen wollen gesündere Böden, die Menschen wollen, dass die Landwirtschaft ordentlich mit der Umwelt umgeht. Und da möchte ich mich jetzt ungern wiederholen, aber das ist genau das, wo man mit ganz viel Faszination und mit ganz neuer Technologie in der Landwirtschaft schon aktiv ist und wo wir eben auch darstellen mit Videos, mit Diskussionen über soziale Netzwerke, mit ganz viel Informationen, was da in der Landwirtschaft schon gemacht wird. Ich frage nur noch kurz, Herr Plass, gehen Sie da mit, wenn wir darüber auch sprechen, was denn auch Forderungen sind an die Politik? Ja, auf jeden Fall gehe ich damit, vor allen Dingen speziell auch dieses Nachhaltigkeitsthema und die Transparenz. Diese Forderung ist ja immer mehr an uns gestellt, weil jeder möchte gerne wissen, wo es herkommt. Und das können wir einfach durch Digitaltechnik gewährleisten. Ich sage immer, wir sind einfach gläsern geworden, wenn ich sehe, wie viel Daten meine Traktoren jeden Tag produzieren. Live sind wir drauf, wenn meine Felder gedüngt oder gespritzt werden. Das sind jetzt Beispiele. 2 Minuten später sind die Daten da und wir können ganz klar sagen, was wir getan haben und warum wir das getan haben. Und da sehe ich auch große Chancen, dass wir natürlich auch mehr Akzeptanz dadurch kriegen. Mhm. Weil ein großes Problem ist ja immer noch, dass viele, ich bin ja hier im Norden von Berlin, kurz vor der Stadt, wenn wir am Wochenende aufgrund agronomischer Daten einfach mal auch die Pflanzenschutzspritze an einem Samstag bewegen müssen, weil wir vorher 3 Tage lang viel zu viel Wind hatten und am Samstagnachmittag nun mal der Wind still ist, sodass wir also die Applikation auch durchführen können, dann müssen wir uns natürlich massiv, ich bin am Fernradwanderweg Berlin-Kopenhagen, dann haben wir schon auch mit Rechtfertigungen zu tun, warum wir und was wir da tun. Und deshalb sehe ich da große Chancen, um einfach zu sagen, warum und was wir dort tun.
Vielen Dank. Ich möchte das jetzt mal auch gleich an Herrn Dr. Hocker weitergeben, aber ich möchte auch Sie zwischendurch nochmal ansprechen und fragen. Also sicherlich sind unter Ihnen viele weitere, die vom Fach sind oder vielleicht einfach Interessierte, so wie ich, die sich fragen, wie wirklich auch ganz neugierig sind, wie modern und digital einfach Landwirtschaft an vielen Punkten schon ist und auch noch werden kann. Deswegen schreiben Sie gerne Ihre Meinung oder Ihre Frage in den Chat und wir versuchen, die auf jeden Fall aufzugreifen. Aber um nochmal zurückzukommen zu diesem Blick auf die Zukunft der Landwirtschaft und gerade eben wurde es schon ein paar Mal gesagt, wir sind ja vor einer großen Herausforderung einer wachsenden Bevölkerung, gleichzeitig viel weniger Flächen. Wie kann denn diese Effizienzsteigerung, die man dann braucht, vielleicht auch durch eine Digitalisierung ja, größere Chancen haben? Wie ist das zu vereinbaren? Also ich möchte gerne noch einen Satz ganz kurz verlieren auf das, was eben formuliert wurde, was die Verbrauchererwartung anbelangt. Und natürlich ist es richtig und gut, dass man transparente Strukturen schafft, dass man den Menschen es ermöglicht, nachzuvollziehen, wo sein Lebensmittel herstammt. Ich warne allerdings davor, dass das alleine ausreichen wird. Denn wir haben es, und das sage ich auch gerade 3 Monate vor einer Bundestagswahl, mit dem Verbraucher, bei dem Verbraucher mit einem nicht ganz unproblematischen Subjekt zu tun, der gerne Forderungen formuliert, der gerne bei Umfragen behauptet, er sei gerne bereit, auch einen angemessenen Preis zu bezahlen für Lebensmittel. Aber wenn es zum Schwur kommt, also 90% der Menschen sagen das über den dicken Daumen, sagt der Einzelhandel. Nicht? Also wenn Sie am Sonntagmorgen mal eine Telefonaktion starten, sagen 9 von 10 Menschen, ja, ich zahle wohl einen höheren Preis, wenn es den Tieren besser geht und weniger Pflanzenschutz und was es alles so Schönes gibt, nachhaltig. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, ist es nur noch 1 von 10, der tatsächlich zu einem höherpreisigen Lebensmittel greift. Und da ist auch dann Politik ehrlicherweise gefragt, klarzumachen, dass das nicht funktioniert. Wenn man nämlich so sich verhält, dann führt das nur dazu, dass diejenigen, die jetzt schon höhere Standards erfüllen, und das sind in aller Regel Landwirte in Mitteleuropa, ich sage es mal ganz ausdrücklich, auch in Deutschland gerade, weil die Standards bei uns, was Tierhaltung, was Ackerbau anbelangt, viele andere Dinge mehr, zu den weltweit höchsten gehören. Wenn ich das als Verbraucher, und natürlich damit auch andere Kostenstrukturen verbunden sind, wenn ich das eben als Verbraucher nicht auch honoriere an der Ladentheke, sondern dann vielleicht dann doch ganz verstohlen zu dem, weiß nicht, Stück Schinken, was aber unten liegt irgendwie, weil es dann irgendwie günstiger ist und sozusagen der Discounterpreis ist, greife, dann verhalte ich mich ein Stück weit, ja, bigott ist ein hartes Wort, aber es geht in die Richtung. Also das eine zu fordern, aber nicht bereit zu sein, dafür auch einen Preis zu bezahlen, führt nur dazu, dass diejenigen, die jetzt schon höchste Standards erfüllen, aus dem Markt herausgedrängt werden und diejenigen honoriert werden, die zu niedrigeren Standards, / auch niedrigeren Kosten produzieren. Und damit befördere ich eben das Gegenteil davon, dass, ich sag mal, ein Cashflow stattfindet, Umsätze stattfinden, die es ermöglichen, in diese Dinge zu investieren. Denn ein Landwirt, und das ist ja dann die große Frage, ein Landwirt, der das umsetzen will, was wir heute diskutieren, auch umsetzen soll, weil Gesellschaft das formuliert, der braucht eben auch den Cash dafür, der muss investieren können, der muss in der Lage sein, seinen landwirtschaftlichen Betrieb auch als Unternehmer führen zu können. Und wenn sich dann Investitionen in Drohnen oder in Robotik nicht amortisieren können, dann führt das eben auch nicht dazu, dass sie getätigt werden können. Deshalb, auch wenn es eine unpopuläre Botschaft ist, es ist aber nach meiner 100%igen Überzeugung eine wahre Botschaft, muss man vor allem auch als Politik, die ja auch gerne wiedergewählt werden möchte, alles fein, kommen wir aber, um wirklich wahrhaftig diskutieren zu können, nicht daran vorbei, auch den Verbraucher mit in die Pflicht zu nehmen. So, und Ihre Frage war ja eigentlich, wie kriege ich das hin, dass das sozusagen zur Anwendung auch kommt, so habe ich Sie verstanden, und dass vor dem Hintergrund von immer weniger Fläche wir diese Effizienzgewinne auch heben können. Es beginnt ehrlicherweise damit, dass an den Universitäten so tolle Forschung gemacht werden, wie wir das eben beschrieben bekommen haben, dass aber eben das auch in die Umsetzung, in die Fläche kommt. Und da funktioniert es eben nicht, dass Politik immer wieder Landwirtschaft per se sozusagen als Buhmann der Nation definiert und ihr all diejenigen Herausforderungen aufbürdet, die man gesellschaftlich eigentlich gemeinsam lösen müsste und dem Verbraucher allzu gerne auch nach dem Munde redet und sagt, es würde schon funktionieren, Low-Price-Einkaufsverhalten, aber höchste Standards und höchste Investitionsvolumen, die man erwartet. Das wird nicht funktionieren. Also wirklich auch ein Spagat, auch gerade im Blick auch auf die Verbraucher. Herr Plass, Sie hatten sich direkt gemeldet. Da möchte ich Sie fragen. Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel, warum wir damals als LSV losgefahren sind, dass wir Landwirte uns von diesen ganzen Forderungen einfach überfahren fühlen,
und es nicht honoriert wird, wenn wir das tun. Wir sollen das leisten, leisten, leisten. Es wird immer mehr bestellt. Und ich sage immer, wenn jemand etwas bestellt, dann muss er auch bereit sein, die Zeche dafür zu zahlen. Wenn ich ein neues Auto bestelle und 3 Extras reinmache, dann steht das auf der Preisliste. Und das ist ein Hauptgrund, warum die Landwirte auch so unzufrieden sind, weil sie sich ständig durch diesen Wunsch des Verbrauchers und der Gesellschaft einfach auch überfordert fühlen. Wir fragen doch mal, schalten wir doch noch mal digital zu und ich möchte noch mal Sie fragen, Frau Professor Marlein. Wir haben jetzt schon einiges angesprochen von der digitalen Transformation in Form von, was das für die Landwirte bedeutet, als auch für die Verbraucher, als auch diesem Spagat, der dazwischen steht. Was würden Sie jetzt noch ergänzen zu dem, was gesagt wurde und welche Voraussetzungen und Hürden zu einer flächendeckenden Digitalisierung fehlen aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive? Ja, wir haben im Moment den Status, dass es ganz viele innovative Entwicklungen gibt. Einige, hat Herr Platz ja auch schon dargestellt, sind auch schon gut in der Praxis angekommen, aber vieles befindet sich noch im Status der Prototypen und ist noch nicht wirklich gut nutzbar auf der Fläche. Das heißt also, Prinzipien und Mechanismen sind bekannt, aber das System muss natürlich robust und zuverlässig laufen, damit es in der Praxis dann auch eine Verwendung findet. Hier ist es wirklich ganz positiv, dass sich viele Startups, viele Unternehmen jetzt dieser Fragestellung annehmen und das, was in der Wissenschaft entwickelt wird, in die Entwicklung und in die Produktion bringen. Hier ist also noch ganz, ganz viel Bedarf, auch um den Mehrwert zu beschreiben. Deswegen testen wir gezielt Prototypen, um eben zu schauen, wie ist das Potenzial und was ist wirklich durch diese Verfahren schon leistbar. So ein Roboter, der zum Beispiel Unkraut hackt, hat eben auch seine Stärken und Schwächen und kann nicht in jeder Umweltsituation, bei jeder Bodenart angewendet werden. Und das sind eben Fragen, die wir noch weiter erforschen müssen zum Beispiel. Bei dem Thema Startups schaue ich Herr Sitter an und auch bei der Frage nach der Masse an Daten, von der eben gesprochen wurde. Wie kann man das verorten? Also, was sind da die Gefahren, Herausforderungen und was bedeutet das vielleicht auch für die Startup-Szene in Deutschland? Also ich glaube, man muss ein ganz klares Plädoyer für das Datensammeln. Daten sind wichtig. Wir reden hier immer so von künstlicher Intelligenz. Das sind ja keine Außerirdischen, sondern sind Maschinen, denen wir etwas lernen. Und denen kann ich nur lernen, was ich vorher gemessen und gesammelt habe. Also dieser Unkrautroboter muss eben vorher jedes Unkraut von allen Seiten mal sozusagen gezeigt bekommen, damit er es dann entscheiden kann. Also haben wir in Deutschland ja oft so eine Diskussion, als wäre Datensammeln was Schlechtes. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen bei persönlichen, personenbezogenen Daten da sehr sensibel und sehr vorsichtig sein. Die Daten aber, wie, also das Unkraut, das muss das einfach abkönnen, dass wir das fotografieren von allen Seiten. Und auch die Tatsache zum Beispiel einfach mal zu messen, welche Insekten fliegen denn von wo nach wo, wie sieht denn so ein Feld aus, also möglichst viel zu messen. Das ist ja die Basis von künstlicher Intelligenz, von Machine Learning. Und es ist also grundsätzlich erstmal was Gutes, weil wir dann viel, viel mehr wissen. Und nur das, was wir wissen, können wir dann auch in technische Innovationen einbringen. In Deutschland haben wir oft so ein Problem, dass wir bei Datensammeln immer so ein bisschen uns erschrecken und sagen, oh Gott, gibt so schlimme Worte wie Datensparsamkeit und sowas. Also muss man wirklich trennen. Persönliche Daten, da ist Souveränität wichtig, dass ich darüber entscheide. Aber Daten über Bewegungsabläufe, über Pflanzen und so weiter brauchen wir mehr als weniger. Und das ist eine Grundvoraussetzung eben auch für solche Innovationen und für solche Technik. Und an vielen Stellen gibt es halt immer noch auch politische Dinge. Mir wurde auch mal gesagt, die Traktoren müsste eigentlich heutzutage eigentlich keiner mehr drin sitzen, faktisch. Also man könnte wahrscheinlich irgendwo so ein Callcenter haben, wo man sitzt und die steuert die irgendwie. Dann gibt es dann immer meist juristische Gründe, dass dann doch jemand drin sitzen muss, der im Zweifel als Mensch irgendwie so eine Nottaste drückt. Aber selbst da könnte man das ja schon ganz anders handhaben. Ich glaube, erzähle ich nicht zu viel. Der Gero hat mir mal im Vertrauen gesagt, da kann man immer Videos machen für die Landwirte. Die haben viel Zeit, die sich anzugucken auf dem Traktor. Nein, also da sieht man, wo die Entwicklung hingeht und wo sozusagen auch was für Möglichkeiten dort sind. Und deswegen müssen wir auch, glaube ich, alles dafür tun politisch, dass wir Startups, die in diesem vermeintlich langweiligen Bereich da tolle Ideen haben, dass wir die unterstützen, so gut es geht, durch die richtige Infrastruktur, durch richtige rechtliche Rahmenbedingungen, dass viel möglich ist und dass wir da sozusagen in dem weltweiten Markt auch speziell als Deutschland und als Europa vorangehen und dass es dann nicht nur bei solchen Projekten bleibt, sondern wir wirklich marktreife Angebote machen, die dann Probleme lösen, die die Verbraucher manchmal zu Recht kritisieren und das eben durch technische Innovationen.
Ich möchte, bevor wir auch mal ins Publikum schauen, noch ganz kurz die Frage an Professor Marlein weitergeben, weil Sie haben gerade ganz spannend angesprochen, was das auch bedeutet, diese Daten zu sammeln. Also dass das natürlich auch einen großen wissenschaftlichen Aspekt hat und dass auch diese Forschung durch Digitalisierung natürlich auch in vielerlei Hinsicht uns viel bringen kann. Ein großer Teil Ihrer Arbeit, oder? Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidender Teil. Einmal natürlich die Aufnahme von qualitativ hochwertigen Daten, denn nur wenn der Input eine gute Qualität hat, können wir auch ein gutes Ergebnis leisten. Die ganze Frage des Datenmanagements beschäftigt uns sehr intensiv. Wie können wir zum Beispiel sehr komplexe hyperspektrale Datensätze so reduzieren, dass wir nur noch das Wesentliche daraus extrahieren? Und ja, Herr Sitter hat es gerade richtig gesagt, die künstliche Intelligenz muss natürlich trainiert werden, um entsprechende Informationen extrahieren zu können. So arbeitet im Prinzip auch Facebook oder andere soziale Medien. Die haben extrem umfangreiche Datensätze, mit denen sie ihre Algorithmen immer weiter trainieren. Das ist das, was wir in der Landwirtschaft auch brauchen, um noch höhere Genauigkeiten und bessere Lösungen anbieten zu können. Das Beispiel Unkräuter kann man dort nennen, aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Krankheitserkennung, basiert einfach auf großen, umfangreichen und präzisen Datensätzen. Wir fragen mal Sven Hofmeister, der ja wunderbarerweise zu unserer Linken hier steht und einen Blick auf unsere Chats haben. Das sind mehrere an der Zahl. Wie ist denn so die Lage? Gibt es denn schon Fragen? Ja, im Publikum gibt es mittlerweile auch ein paar Fragen. Das allgemeine Bild sieht vor allem danach aus, dass sozusagen die Zuschauer eher der Meinung sind, dass die Digitalisierung soweit noch gar nicht angekommen ist und vor allem die Politik bisher nicht genug investiert in diesem Bereich. Eine Frage daran vielleicht an unsere Abgeordneten. Warum wird denn so wenig vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft investiert in die Datenbereitstellung, wie zum Beispiel Bodenkartierung und Höhenmodelle? Und eine weitere Frage an Herrn Plaas. Wie weit ist denn die Nutzung von digitalen Hilfsmitteln der Bauern gerade bei Ihnen in Brandenburg denn wirklich schon fortgeschritten? Starten wir doch mal vielleicht direkt mit der Frage an die beiden Herren Abgeordneten. Ja, also eigentlich ist immer Ober sticht unter, aber ich greife jetzt einfach mal schneller zum Mikrofon. Die Frage stelle ich mir auch, warum da nicht sozusagen mehr Geschwindigkeit auf die Schiene, nicht auf die Schiene, nicht auf den Acker gebracht wird am Ende. Denn eigentlich ist es ja das, was wir heute beschrieben bekommen, ja das, was sich alle wünschen. Und womit Politik auch so gerne ins Schaufenster stellt und auch gerne ein Bild zeichnet, das Landwirte dann auch in einem positiven Licht dastehen lässt und es auch tatsächlich dann auch als Innovationsbereich, als Inkubator sozusagen darstellt. Aber wenn es zum Schwur kommt, ich habe das vorhin beim Verbraucher gesagt, das gilt für die Politik ein Stück weit auch, wenn es zum Schwur kommt, dann sieht vielleicht der ein oder andere in so einem Ministerium dann doch nicht die Erfordernis. Und das ist sehr schade, denn es geht nicht nur darum, wohlfeile Sprüche zu machen, sondern tatsächlich dann auch Geld in die Hand zu nehmen. Ansonsten wird es schwer gelingen, die Vielzahl der Herausforderungen, die an Landwirtschaft gestellt wird, die Landwirtschaft ja auch gerne erfüllen will, denen aber zu genügen, wenn man gleichzeitig die Technologien nicht hat, um genau das leisten zu können. Und das sehen wir beim Digitalthema, das sehen wir bei Robotik, das sehen wir bei Drohnen, das sehen wir übrigens auch bei Technologien, die schon in der Anwendung sind, wo man, Sie haben das eingangs beschrieben, mit einem verklärt romantischen Bild von Landwirtschaft sagt, ach, da verzichten wir einfach mal drauf. Ja, so chemischer Pflanzenschutz ist extrem in Ungnade gefallen in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten oder in Jahren. Das ist auch, ich sag mal, emotional aufgebaut worden von bestimmten Organisationen, die dann mit emotionalen Bildern emotionalisiert bestimmte Dinge in eine Ecke gestellt haben, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Sondern wenn man über chemischen Pflanzenschutz nachdenkt, über viele technologische Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die ja nicht vom Himmel gefallen sind, sondern die ja sich erwiesen haben als effizient, da geht man im Jahre 2021 allzu leichtfertig dazu über, die einfach wegzuwischen, weil sie vermeintlich gesellschaftlich nicht mehr opportun seien. Und das ist eine große Gefahr. Also mit weniger Technologie wird man es nicht schaffen, in dem Spannungsverhältnis, in dem man sich bewegt, was Sie vorhin beschrieben haben, selbe Fläche oder weniger Fläche und mehr Menschen, wird man nicht mehr Effizienz heben können. Es gibt keine andere Strategie, als das zu tun. Und wenn man sollte wirklich nicht konventionell gegen Bio ausspielen, dann muss der Verbraucher selber entscheiden, was er will. Aber zu glauben, wir könnten die Erde oder die Menschen auf der Erde ernähren, indem wir im Bereich Bio tatsächlich per se erstmal auf 40%, 50% der Ernte verzichten, weil man eben auf bestimmte Technologien verzichtet, das
ist eine Rechnung, die niemals aufgehen kann, die geradezu naiv ist. Und deswegen brauchen wir ganz grundsätzlich eine größere Bereitschaft, bereits, sagen wir mal, in Anwendung befindliche Technologien auch weiterhin anzuwenden und gleichzeitig, wenn wir nach vorne schauen, auch finanziell, sagen wir mal, diese Technologien so auszustatten, auf die Bahn zu bringen, dass sie auch zur Anwendung kommen können. Herr Sitter, Sie ergänzen. Ja, welche Debatte man natürlich nicht außer Acht lassen muss, ist die, und die schwert ja auch, wem gehören jetzt die Daten, die Herr Ploss misst und sammelt und so. Gehören die ihm, gehören die dem Hersteller des Traktors, gehören die der Allgemeinheit. Ich glaube, das sind Diskussionen, die man auch führen muss, ein Stück weit auch. Und die Frage verstehe ich so, wie weit ist jetzt sozusagen auch der Staat dafür verantwortlich, die jedem zur Verfügung zu stellen? Oder wie ist es im Zweifel auch ein Stück weit ein Asset eines Unternehmers, eines Landwirts, der eben vielleicht ein Early Adapter ist, der das als erster gemacht hat? Der sagt jetzt auch, naja gut, ich messe, ich mache, ich investiere schon lange darin. Ich meine, den Acker muss ich mir auch selber pachten oder kaufen. Kriege ich ja auch nicht vom BMEL gestellt. Also das muss man ein Stück weit sagen, dass bestimmte Daten, die natürlich der Allgemeinheit gehören, weil sie von Steuermitteln erhoben werden, da kann man über Transparenz reden. Bei anderen gibt es noch Diskussionen, was dann damit passiert. Aber es sollte kein Hemmschuh sein, um die Technologien voranzubringen. Das war auch so als Ergänzung dazu zu der Frage, die. Dankeschön. Da war auch noch eine Frage, die sich ganz direkt an Herr Plass richtet. Aber wir fragen davor noch mal, Sven Hofmeister, kam noch eine zweite Frage vielleicht hinzu, die wir mitwerfen könnten. Eine zweite Frage direkt an Herrn Plaas. Welche Digitalisierungsmaßnahme sich denn bei Ihrem Betrieb bisher am profitabelsten schon ausgewirkt hat? Und wenn ich darf, würde ich auch gleich noch zwei weitere Fragen aufgreifen. Einmal an die Frau Professor Marlein. Ich würde sagen, die machen wir okay. Direkt danach, damit vielleicht können Sie noch mal die beiden Fragen an Herrn Plaas, die erste auch noch mal, damit wir sie noch mal auf dem Schirm haben. Genau, die erste, wie weit nutzen digitale Hilfsmittel denn die Bauern bei Ihnen schon in Brandenburg heutzutage? Und die zweite Frage, welche Digitalisierungsmaßnahmen sind denn heute schon am profitabelsten? Vielen Dank. Ja, also relativ einfach zu sagen ist, was eigentlich der Standard heute ist, ist Lenksysteme auf Traktoren, die dann autonom die Arbeit, also nicht autonom, sondern teilautonom, wo die Satellitenlenkung die Maschinen steuert. Ich denke, das ist heute bei einer Neumaschine eigentlich ziemlich der Standard. Wie gesagt, das war mein Einstieg vor 20 Jahren, ist heute ein Standard. Es gab ja auch die Frage, wie der Staat was er zur Verfügung stellen muss. Ich habe da ein Beispiel. Wir haben gerade gestern diskutiert, ob wir jetzt auf das von Brandenburg zur Verfügung gestellte RTK-Signal umstellen. Das ist also ein Korrektursignal, was wir brauchen, damit die Schlepper sehr genau auf 1 Zentimeter arbeiten. Das Land Brandenburg hat jetzt seit kürzerer Zeit die Möglichkeit, dieses Signal zu einem sehr geringen Kostenfaktor zur Verfügung zu stellen. Ich habe mich gestern entschieden, dass wir das nicht tun, weil wir dieses Signal schon seit 10 Jahren nutzen und wir uns einfach eine private Lösung durch eigene Referenzstationen geschaffen haben, weil wir das einfach haben wollten. Und Staat hängt einfach immer in dieser Digitalisierung einfach immer hinten an. Und wenn dann dieses 5G-Diskussion kommt, das haben wir einfach auferschlagen, indem wir eigene Referenzstationen auf unsere Felder gesetzt haben und somit arbeitsfähig waren. Und ja, speziell was dann Effizienz ist immer vorsichtig. Der größte Schritt war sicherlich der Einstieg in die Lenksysteme. Und wir haben ungefähr vor 12 Jahren sind wir dann in die digitale Bodenkartierung eingestiegen. Das heißt, wir nehmen also die Nährstoffe in einem sehr kleinen Raster aus den Feldern und steuern die Grunddüngung und die Grundnährstoffe und auch die Stickstoffgaben über Sensorik. Das hat auf dem Betrieb sicherlich sehr große Effizienzfortschritte. Es hat auch Ertragsfortschritte, aber auch ganz, ganz viel Ressourcenschonung gebracht. Das war sicherlich einer der größten Schritte. Und seit 2 Jahren arbeiten wir, das war auch im Video zu sehen, mit diesen Sentinel-Satelliten. Wir haben letztes Jahr gestartet mit Aussaatkarten, also digitalen Aussaatkarten, die nach Biomasse-Sensorik auch durch Satelliten gemacht werden. Es war letztes Jahr ein Testlauf. Dieses Jahr haben wir die ganze Frühjahrsbestellung aus den Daten dieser Sensorik festgelegt mit digitalen Aussaatkarten. Und ich glaube auch fest, dass das der nächste große Innovationsschub bei uns auf dem Betrieb ist. Herr Plaas, danke schön für diese Einblicke auch nochmal, das sich so greifbar zu machen in der Praxis. Aber Sven Hofmeister, da waren noch 2 Fragen, die wir mit dazu nehmen können. Genau, wir haben noch 2 Fragen. Einmal an die Frau Professor Marlein, nämlich gibt es Studien, wie viel Landwirte denn durch Digitalisierung 4.0 heute oder in Zukunft sparen können? Und eine Frage an Herrn Sitter, welche Maßnahmen würden denn aus der Politik heute schon helfen, Innovation und Fortschritt voranzutreiben und nicht erst in 10 Jahren? Würde ich vorschlagen, ja, fangen wir direkt bei Ihnen an. Ja, gerne. Ja.
Aussagen zu finanziellen Einsparungen zu machen, das ist ganz, ganz schwierig und damit beschäftigen wir uns auch nicht. Aber es gibt Studien, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, wie viel chemische Pflanzenschutzmittel können eingespart werden. Das wird durch das Thünen-Institut durchgeführt und das ist natürlich auch sehr hoch individuell. Da kann man keine pauschale Aussage machen, aber es gibt Bereiche, zum Beispiel die Ausbringung von Herbiziden, wo man durch eine Bandapplikation oder durch eine Spot-Applikation Einschätzungen hat, dass bis zu 50% von Pflanzenschutzmitteln und darüber hinaus eingespart werden können. Wenn man dann zu einem ganz alternativen Wirkmechanismus geht, wie zum Beispiel eine mechanische Hacke oder auch eine Laserapplikation gegen Unkräuter, auch das wird untersucht, hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten, chemische Pflanzenschutzmittel einzusparen. Was ich an der Stelle auch gerne sagen möchte, es klingt oft so ein bisschen durch, als wären das nur Technologien für große Betriebe mit großen Flächen im konventionellen Anbau. Das sehen wir gar nicht so. Es ist wirklich ein ganz, ganz großes Potenzial auch für den ökologischen Bereich, wo eben kleine Roboter zum Beispiel als Schwarmtechnologien eingesetzt werden können. Man kann ja also sehr, sehr differenziert vorgehen und für spezielle Herausforderungen dann auch spezielle und angepasste Lösungen schaffen. Vielen Dank. Ich glaube, bevor wir so ein bisschen auch noch mal auf den Blick werfen, auf die Nachhaltigkeit, weil möchte ich noch einmal kurz zwei Meldungen, da war auch noch die Frage an Sie, Herr Sitter, wollen wir Sie noch einmal ganz kurz hören? Ich weiß es noch. Ja, die Frage war, welche Maßnahmen helfen denn jetzt schon für mehr Innovation und Fortschritt in der digitalisierten Landwirtschaft? Also dazu vielleicht zwei Punkte. Natürlich die Grundvoraussetzung ist, wir haben es gehört, ist eine digitale Infrastruktur. Da ist die 5G-Diskussion eine große gewesen, aber ich glaube am Anfang, ist, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir noch gar kein 5G. 4G würde schon völlig reichen, manchmal sogar noch das alte UMTS wahrscheinlich, weil wir natürlich auch ein Stück weit immer hinterher hinken. Und das war das Problem schon mit 3G, also UMTS, dass man eben vorher noch gar nicht wusste, was die Anwendungsfälle sind. Die entstehen ja oft erst, wenn es da ist. Ich erinnere mich an die Zeit von UMTS, da hat jeder gesagt, na, wozu brauchen wir denn noch schnellere Verbindungen? Wir haben doch WAP, kann ich doch gucken, wie es Wetter wird morgen. Und da konnte sich noch keiner vorstellen, dass wir uns irgendwann alle fotografieren den ganzen Tag und Livestream und Videotelefonie machen. Ähnlich wird es mit 5G sein. Aber ob wir das jetzt sofort brauchen, ich glaube, manchmal reicht überhaupt eine Verbindung. Landschaft, nicht nur Verbindung, sondern Land braucht auch Verbindung und das auch auf dem Acker. Und da ist eine Grundsache natürlich, dass wir hier ein Stück weit wahrscheinlich auch eingreifen müssen, weil die klassischen, sag mal, Konzepte, die wir haben, da nicht ausreichen, weil vielleicht der Ausbau nicht funktioniert. Eigenwirtschaftlich durch die Mobilfunkunternehmen haben wir tolle Vorschläge gemacht, wie man durch Negativauktionen und durch, sagen wir, mit den wenigsten Fördermitteln diese sogenannten weißen Flecken schließt. Das ist ein Punkt, was man tun kann. Ein anderer Punkt ist, wir als Freie Demokraten reden viel von digitalen Freiheitszonen. Wir reden auch viel davon, dass man so ein Stück weit Regulierungsbremsen einbauen muss. Weil wenn wir uns ganz, ganz viele Innovationen angucken, die nicht was mit Agrar unbedingt zu tun haben, sondern im Digitalbereich, dann sind die oft dadurch groß geworden, dass die eine Zeit lang erstmal einfach gemacht haben. Und keiner so richtig wusste, was die da eigentlich tun. Und das ist manchmal gefährlich, weil wenn wir als Politiker ins Spiel kommen, alles, was wir können, sind ja Gesetze machen. So, das kann manchmal immer ein bisschen zu schnell sein, wenn man eine Innovation schon regulieren will, bevor sie überhaupt richtig gewachsen ist. Also das heißt, manchmal wäre da weniger mehr. Also manchmal so Dinge auch mal ausprobieren. Von mir aus nicht gleich in ganz Deutschland, aber vielleicht in Brandenburg eine Sache sagen, hier und da ähnlich der Testfelder, die es schon gibt, aber zu sagen, wir probieren Dinge mal aus. Wir gucken mal, wo das Problem ist und fangen erst dann an zu regulieren, wenn es vielleicht ein Stück weit größer ist. Das sind, wie gesagt, keine typischen Dinge nur für die Agrarwirtschaft, sondern die gibt es auch in anderen Bereichen. Dass es manchmal ganz gut ist, dass die große Allgemeinheit noch gar nicht so richtig mitkriegt, was dort eigentlich passiert und die Innovatoren, die Start-ups ein bisschen Luft zum Atmen bekommen und auch ein Stück weit, wenn man darauf vertraut, dass die ein Eigeninteresse haben, jetzt auch nichts zu tun, was wirklich dem Boden oder den Menschen oder irgendwem schadet. Das kann manchmal viel mehr sein als das beste Förderprogramm und die beste Sache, auch wenn wir als Politiker uns jetzt verlieben. Ich meine, wir bewundern diese Innovationen alle, aber wir haben ja faktisch wenig Ahnung davon. Hm. Plus nutzt das wenigstens jeden Tag, das unterscheidet ihn schon von uns, wir können das gut finden, aber es steht mir doch gar nicht zu entscheiden, was die Innovation ist, die es vielleicht zur Marktreife dann schafft und welche nicht, sondern das müssen doch die Leute machen, die damit jeden Tag zu tun haben. Jetzt habe ich währenddessen so ein bisschen die Gesichter beobachtet von Frau Vlies und Herr Plass und habe teilweise nickende und teilweise ernste Gesichter gesehen. Und da haken wir jetzt noch mal ganz kurz nach, bevor wir uns noch mal mehr auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren. Frau Vlies, was haben Sie gedacht? Oh je. also ich habe daran gedacht, dass der Bereich Innovationen, dass ich das total teile,
dass es da toll ist, wenn man ein bisschen Luft zum Atmen hat, wenn man da einfach Chancen bietet und das noch nicht alles so durchreguliert ist. Und an der Stelle würde ich ganz gern auf eine Aktion von uns verweisen. Wir haben einen Innovationspreis moderne Landwirtschaft ausgeschrieben, wo wir genau solche Lösungsideen suchen im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich tolle Ideen in der Landwirtschaft. Wir haben die erste Kategorie gerade ausgeschrieben, da können sich die Leute bewerben und da geht es auch um Start-ups und wir haben auch unter den ersten Bewerbern auch schon Bewerbungen aus dem Bereich Smart Farming. Und was wir aber vor allem erreichen wollen mit diesem Preis, ist, dass wir diesen Ideen eine Öffentlichkeit geben. Und da bin ich wieder bei dem Thema, das mir vorhin auch schon wichtig war. Also ich glaube, dass der Verbraucher da nicht immer das hält, was er gerne hätte oder so ist, wie er sich gerne selber sieht. Da sind wir uns alle einig. Aber es gibt ja diese emotional geführte Diskussion. Und die müssen wir einfach nutzen, uns da immer wieder einzuschalten und immer wieder darauf hinzuweisen, was an innovativen Ideen schon da ist und was da die Landwirtschaft, also wo die einfach schon weit vorne ist. Herr Plass. Ja, es fiel ja von die Aussage, die Frage speziell, was man auch sparen kann und wo die Vorteile sind. Und da möchte ich vielleicht auch mal vorwarnen, das ist alles sauteuer, worüber wir reden. Das kostet unglaublich viel Geld, wenn ich so resümiere, wofür, für wie viel Sensorik wir Unsummen ausgeben. Die Meinung, dass man dadurch Geld spart, ist ein Trugschluss. Es kostet sehr, sehr viel Geld in der Investition. Und wenn man jetzt speziell dann als Landwirt in so eine IT-Szene mittlerweile kommt, die dann zu Stundensätzen abrechnet, die ein Landwirt eigentlich nicht gewohnt ist, dann muss man davor warnen. Und wenn man diese Technik dauerhaft, speziell auch die Robotik, wo ich mich sehr darauf freue, wenn wir, habe ja beide Betriebsformen, Bio wie konventionell, wenn wir durch Roboter dann den Kartoffelkäfer absammeln kommen, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Aber ich glaube, das kostet dann wieder eine Million. Und wo die herkommt, das schauen wir mal. Herr Blass, danke auch nochmal, weil Sie ja auch wirklich ganz unterschiedliche Unternehmensstrukturen kennenlernen und kennen und sehen und auch nochmal das mitbringen. Aber wir haben gerade eben, jetzt immer wieder ist das Thema Nachhaltigkeit auch gefallen. Und man fragt sich ja natürlich auch, inwiefern die Digitalisierung auch eine Chance für die Nachhaltigkeit sein kann. Inwiefern man vielleicht durch digitale Strukturen noch umweltfreundlicher die Landwirtschaft gestaltet kann, weil ja auch auf der anderen Seite viele die Landwirtschaft als Klimakiller an den Pranger stellen. Deswegen würde ich gerne erstmal das so ein bisschen einordnen, das Thema, und würde dazu gerne nochmal Sie fragen, Frau Professor Marlein, und zwar blicken wir mal generell auf das Oberthema Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Landwirtschaft. Was kann man dazu sagen? Was sollte man, um es einzuordnen, erstmal erwähnen? Ja, also Digitalisierung steht ja stark in der Diskussion, auch das Potenzial mitzubringen, um chemische Betriebsmittel, nennen wir sie mal so, zu reduzieren. Hier ist eben das Thema Pflanzenschutz und Düngung ein wichtiges. Mit einer teilflächenspezifischen Applikation ist man natürlich in der Lage, die Exposition in die Umwelt zu reduzieren. Das heißt, die Ausbringung wird präziser. Es ist damit eben ein anderer Bereich abgedeckt und man hat erstmal eine Mengenreduktion, dass das Potenzial besteht. Aber ich glaube, wir müssen noch viele Schritte weiterdenken. Und hier geht es dann auch in die Richtung, wie sehen die Anbausysteme und die Flächen der Zukunft aus? Haben wir diese großflächigen Monokulturen oder haben wir vielleicht auch Begleitpflanzen, die durch digitale Technologien möglich sind, oder eher kleinparzellige Patches, in denen Kulturpflanzen angebaut werden, zum Beispiel Brückenbiotope etc. ermöglicht werden? Wir müssen hier, glaube ich, sehr, sehr offen denken, um das Potenzial in der Gänze abzugreifen. Aber am Ende ist es natürlich entscheidend, dass die Landwirtschaft für den Landwirt sich lohnt und eben für die Bevölkerung gute und hochqualitative Nahrungsmittel liefert. Das heißt, wir haben hier vielfältige Interessen, teilweise auch Zielkonflikte, aber eben auch ganz viel Potenzial. Und welche Forschungen sind da aktuell im Gange in Bezug darauf, wie denn Nachhaltigkeit und Umweltschutz für die Zukunft noch weiter verschmelzen kann? Ja, ich glaube, am intensivsten wird das in der Exzellenzinitiative Fenorob betrieben, wo wirklich Wissenschaftler sich damit auseinandersetzen, wie sieht
das Feld der Zukunft aus? Wie muss es gestaltet werden? Und wie kann eben auch Robotik oder Satellitenbilder als Information, künstliche Intelligenz dazu beitragen, um das Ganze voranzubringen? Also hier gibt es verschiedene Forschungsinitiativen. Die sind jetzt vielleicht ja noch von der Praxis und von dem, wie die Landwirtschaft aktuell läuft, relativ weit weg. Aber es zeigt und weist uns so ein bisschen die Richtung. Herr Hocker, ist natürlich auch ein Thema, was in der Politik eine große Rolle spielt, auch so diesen Wunsch einerseits nach einem romantischen Landwirtschaftsgedanken, aber andererseits auch den Klimazielen, die wir haben, all diesen Klimaherausforderungen zu begegnen. Welche Rolle spielt das auf politischer Ebene? Also zunächst einmal möchte ich mit der Mär aufräumen, dass jetzt Landwirtschaft der Klimakiller Nummer eins wäre. Landwirtschaft ist erstmal per se auf natürlichste Art und Weise in der Lage, CO2 zu speichern. So, das passiert in der Forstwirtschaft, das passiert, wenn Humusbildung stattfindet, auch in der originären Landwirtschaft. Politik muss sich ein Stück weit entscheiden, was sie will. Also ich hatte vorhin das Thema chemischen Pflanzenschutz angesprochen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, welche Hierarchie der politischen Zielvorgaben wir eigentlich dem Landwirt abverlangen. Und es gibt da natürlich unmittelbar und viele Zielkonflikte. Also ich bleibe mal bei dem chemischen Pflanzenschutz. Wenn ich hingehe und ihn pauschal verbiete, wie wir das jetzt gerade sehen beim Thema Insektenschutz in bestimmten Gebieten, wenn wir das mit dem Auslaufen von Genehmigungen im Jahr 2023 sehen, dann führt das dazu, dass nach jetzigem Stand der Technik der Landwirt, ob autonom gefahren oder noch mit einem Menschen sozusagen im Schlepper, dass er selber hingehen muss und seine Flächen umpflügen muss oder grubbern muss und dabei natürlich viel mehr CO2 emittiert, als wenn er einmal mit der Spritze und mit chemischem Pflanzenschutz ans Werk gehen würde. Also es ist ein Zielkonflikt und Politik tangiert gegenwärtig in die Richtung, pauschal bestimmte Dinge verbieten zu wollen, aber lässt damit komplett außen vor und unberücksichtigt, dass mit der alternativen Art, Unkräuter zu bekämpfen, eben viel mehr CO2 ausgestoßen wird. Weiteres Konfliktfeld ist das Thema Tierhaltung. Wir wollen möglichst viel Tierwohl und die Vorstellung ist, dass dann Tiere eben auch auf der Weide stehen, was ja wunderbar ist. Nur natürlich ist man dann sehr viel schlechter in der Lage, Methan zum Beispiel einzufangen, wenn die Tiere eben draußen stehen. Und ich glaube, das wäre schon mal der erste Schritt, dass wir uns klar werden, was verlangen wir dem Landwirt eigentlich ab? Also was ist das Ziel? Der weiß ja gerade gar nicht, ob er jetzt auf der einen Seite muss er demnächst auf chemischen Pflanzenschutz verzichten in weiten Teilen und auf der anderen Seite soll er mehr Tierwohl realisieren und gleichzeitig was fürs Klima tun. Mhm. Und das ist ein Dreiklang, das ist eine bedingt das andere ein Stück weit. Das wäre der erste Punkt, den wir zu klären haben beim Thema Klima und dem Anteil, den Landwirtschaft dafür leisten kann. Und das Zweite ist, dass wir auch endlich mal anfangen müssen zu benennen, ja, wie viel CO2 ist denn eigentlich gespeichert in einem Meter Festholz oder im Zuwuchs von einem Jahr? Ja? Da hat Politik ebenfalls ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Wenn man von Landwirten über einen Zertifikatehandel zum Beispiel abverlangt, CO2-Zertifikate kaufen zu müssen, wenn man CO2 emittiert, dann muss es doch eigentlich auch nur sinnlogisch nachvollziehbar sein, dass der Landwirt für seine Leistung auch CO2-Zertifikate erhält, wenn durch seine originäre Produktion und Wachstum von Pflanzen und Bäumen auch CO2 gebunden wird. Und wenn ich sowas die Bundesregierung aktuell frage vor einigen Tagen, dann kommt nur so eine Antwort, naja, wir wissen halt nicht, wie viel CO2 in so einem Zuwuchs von einem Jahr. Und das kann halt nicht sein. Also ja, mit in die Pflicht nehmen für die Emissionen, aber gleichzeitig auch einen Bonus geben, nicht nur einen Malus abverlangen, sondern auch einen Bonus geben dafür, dass Landwirtschaft eben auch CO2 bindet. Und Nachhaltigkeit, ein Satz noch ganz kurz, ich weiß, ich rede viel, es ist die Gefahr, wenn unseren Politikern ein Mikrofon geben. Nachhaltigkeit heißt eben auch mehr als Klimaschutz. Nachhaltigkeit heißt eben auch, dass der Landwirt ein originäres eigenes Interesse hat, dass Insekten geschützt werden, dass Grundwasser geschützt wird, dass die natürlichen Ressourcen geschützt werden. Denn das macht er seit Jahrhunderten, wenn von Generation zu Generation die Betriebe übergeben werden. Wenn man nicht in der Vergangenheit auch schon nachhaltig gewirtschaftet hätte, dann würde es keine Landwirtschaft in Deutschland mehr geben. Also Landwirtschaft hat ein ureigenes Interesse und weiß im Zweifel besser, was Nachhaltigkeit bedeutet als Politik. Da fragen wir auf jeden Fall gleich Herr Plass auch nochmal, wie er das aus der Praxis sieht, aber davor nochmal kurz zu Frau Vlies, weil ich frage mich natürlich, ist es ja auch ein großer Spagat, der da aufkommt beim Thema Nachhaltigkeit zwischen Stadt und Land, zwischen Verbrauchern und der Landwirtschaft. Wie kann man da vermitteln überhaupt? Ja, ich sehe das tatsächlich als eine der, wenn nicht überhaupt die größte Herausforderung der Digitalisierung, dass die Antworten, die die Landwirtschaft auf die Themen wie Nachhaltigkeit hat, nicht
dem Bild entsprechen, das der Verbraucher von Landwirtschaft heute hat. Das fiel ja auch schon. Also es geht um romantische Bullerbü-Höfe, die ein Verbraucher gerne sehen würde und gerne hätte. Und wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, sieht er in erster Linie kleine Höfe, viel Platz, wenig Tiere, am besten wächst das Korn und das Gemüse von alleine mit Luft und Liebe. Also das ist einfach ein ganz konträres Bild zu dem, was Landwirtschaft an Antworten hat. Und da gebe ich Ihnen recht, Herr Hocker, das ist ureigenstes Interesse der Landwirte. Der ist angewiesen darauf, dass der Boden gesund bleibt. Der ist angewiesen darauf, dass die Tiere gesund sind, dass es denen gut geht, weil nur dann, um in dem, im Milchbereich zu sein, geben diese Tiere überhaupt Milch. Und da geht es ganz viel darum, erstmal als Landwirtschaft zu sagen, wir haben das gleiche Ziel, lieber Verbraucher. Wir haben beide das Ziel, dass wir Klimaschutz betreiben, dass wir nachhaltig arbeiten. Und wenn das geklärt ist, dann kann man darauf streiten, Fakten und wissensbasiert, was der beste Weg dorthin ist. Aber erstmal geht es darum, eben aufzuzeigen, wir haben da das gleiche Ziel. Und reicht dieser Spagat denn auch bis in die Praxis, in die Landwirtschaft zu Ihnen, Herr Plass? Ja, auf jeden Fall. Allerdings habe ich immer mit dem Begriff Nachhaltigkeit so meine Probleme, weil wie definieren wir denn jetzt wirklich, was denn nachhaltig ist und was soll ich nachhaltig tun? Ich bin mir sicher, dass ich nachhaltig einen Betrieb führe. Ich bin Landwirt in 8. Generation. Wir wirtschaften, ich bin zwar mal vor über 20 Jahren nach Brandenburg hergekommen aus Niedersachsen, aber wir wirtschaften hier in erster Linie auf eigenen Böden und ich habe ein ureigenstes Interesse, Sie sagten das ja schon, dass ich meine Böden gesund halte. Ich bin hier sowieso in einem sehr großen Spannungsfeld, ich bin Beregnungsbetrieb durch meine Kartoffeln, ich bin konventioneller, ich bin Glyphosateinsetzer, ich bewege mich also hier in einem riesen Spannungsfeld und wenn ich dann an Nachhaltigkeit denke, wir haben eine Halle gebaut, da ist eine alte Tafel drin von 1840, ja, dann denke ich, das ist doch nachhaltig. Diese Tafel war seit 1840 auf den Höfen unserer Familie. Und mehr kann man doch nachhaltig gar nicht definieren, in meinen Augen. Ich möchte auch nochmal zu Frau Professor Marlein und auch da nochmal fragen. Also wir haben jetzt ja wirklich mit Herrn Plass jemanden, der sehr innovativ uns einen Einblick gibt in die digitale Zukunft. Und wie schätzen Sie ein, wie kann es denn noch mit der Nachhaltigkeit weitergehen? Was sind denn Zukunftsprognosen, wie es jetzt weitergeht an Gerätschaften, an einzelnen Möglichkeiten? Ja, auch das kann man natürlich nicht ganz pauschal beantworten. Aber so innovative Landwirte wie Herrn Plaster gibt es ganz viele von. Und mit denen stehen wir ganz eng im Austausch. Die sind ganz wissbegierig und offen, diese Verfahren zu testen und einzusetzen und damit natürlich auch weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir hier keinen Stillstand haben, sondern einen dynamischen Prozess, der für die Praxis und mit der Praxis generiert wird und damit natürlich dann auch Lösungen für die Zukunft gestaltet. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den wir gehen müssen, den auch wir als Forschung gehen müssen. Wir müssen hier in den Dialog einsteigen und wirklich interaktiv uns diesen Fragen stellen, um auch das Thema Nachhaltigkeit wirklich zu adressieren. Wir müssen aber auch kritisch hinterfragen, was dort passiert. Das kam gerade auch schon zur Sprache. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Beispiel der Hackroboter, die bringen natürlich Vorteile, aber es gilt auch zu prüfen, was sind mögliche Nachteile. Und hier sind Stichworte wie zum Beispiel Bodenerosion oder auch mechanische Verletzung von Nützlingen Fragen, die wir weiter wissenschaftlich erarbeiten müssen, um wirklich eine umfassende Bewertung von diesen Technologien dann auch zu ermöglichen. Also wir müssen wachsam bleiben, kritisch hinterfragen und eben nicht nur das Positive in den Lösungen sehen. Wachsam bleiben und kritisch hinterfragen. Trotzdem, was so immer noch zwischen den Zeilen so rausschwingt, ist, dass es auch ein großes Thema die Kommunikation bleibt. Also eben die Frage, wie man Nachhaltigkeit definiert und wie man das auch in der Kommunikation in Zukunft nochmal optimieren kann. Was sind da Ihre Ansätze? Das sind verschiedene Ansätze. Also wir arbeiten ganz viel mit Landwirten, die von sich aus sagen, wir wollen mit dem Verbraucher wieder mehr in Kontakt kommen. Wir gehen auf Marktplätze, wir bringen dort Landwirte mit Verbrauchern zusammen. Wir sind in sozialen Netzwerken aktiv, wo wir die Themen aus der Landwirtschaft aufbereiten, damit sie so verstanden werden können von jemandem, der keine Ahnung von Landwirtschaft hat. Also wenn wir über die ganzen Chancen sprechen, muss ich ja am Ende immer
mal zeigen, was hat denn der Verbraucher am Ende davon. Also ganz toll, wenn Herr Plass da auf dem Acker Dinge für sich erreicht, aber wo ist der Berührungspunkt zum Verbraucher, zum Produkt auf dem Teller? Und diese Übersetzungsleistung, also diese Übersetzung leisten wir an der Stelle und machen das gemeinsam eben mit Landwirten, um da auch diese spannenden Einblicke, die ein Landwirt auf seinem Hof geben kann, zu ermöglichen. Blicken wir noch einmal ein bisschen in die Zukunft und auch mit Blick auf, wir haben jetzt, sprechen ja auch gerade mit der FDP-Bundestagsfraktion, was sind denn vielleicht auch Forderungen und Wünsche für die Zukunft aus der Perspektive der Landwirtschaft, Herr Plass? Ja, das muss beherrschbar bleiben. Ich bin sicherlich ein sehr innovativer und es wurde auch schon gesagt, es gibt viele innovative Betriebe, die da Spaß dran haben. Ich bin ein sehr großer Betrieb. Für uns hat das natürlich auch andere Dimensionen. Aber ich habe auch große Sorgen, dass man überfordert wird, weil auch diese Diskussion heute, was ist denn mit den Landwirten, die diese Technik noch nicht zur Verfügung haben oder vielleicht der ist in der Generation 50 plus und möchte den Rest seines Berufslebens vielleicht diese Technik auch gar nicht mehr einsetzen, was ich ja auch durchaus verstehen kann. Ich weiß, was für ein Problem es war, meinen Vater auch so einen satellitengelenkten Traktor zu kriegen. Das war Teufelswerk. Vielleicht auch mal eine Zwischenfrage. Können Sie uns das ein bisschen einordnen, wie das prozentual aussieht? Also wo können wir Sie denn eigentlich einschätzen, wenn man das mit der Landwirtschaft so im Allgemeinen in Deutschland vergleicht? Ja, wir sind sicherlich in der Digitaltechnik unter den Top 5% der Betriebe in Deutschland, wenn nicht noch höher angesiedelt. Wir sind natürlich auch in der Größenordnung von mehreren tausend Hektar angesiedelt. Wir haben Bürokräfte, die Digitaltechnik verwalten. Wir sind da sicherlich anders aufgestellt als der normale landwirtschaftliche Betrieb. Das muss man auch mal ganz klar und deutlich sagen. Und das macht mir große Sorgen. Und deshalb ist diese Forschung auch ganz wichtig. Und das ist die erste Forderung an Politik, dass die Forschung in diesem Bereich massiv vorangetrieben werden müssen, sinnvoll, dass es praktikabel wird. Es sind so viele Start-ups auf dem Weg und wenn ich so sehe, wie oft wir auch schon Anbieter gewechselt haben oder wir sind auch Irrwege beschritten in der Digitalisierung, wo man gesagt hat, das ist jetzt die Technik, da gehen wir drauf und es war im Prinzip eine völlige Fehlinvestition, weil keine Datengrundlage war und ich habe, wie gesagt, ich habe Sorge dafür, dass viele Betriebe überfordert werden mit der Technik, das muss praktikabel bleiben und man muss natürlich auch sagen, dass auch Landwirte, die diese Technik nicht einsetzen, auch nachhaltig arbeiten können, weil wenn man natürlich jetzt sagt, das ist der Weg zur Nachhaltigkeit, dann lassen wir ganz, ganz viele konventionelle Betriebe hinter uns und das führt zu weiterer Frustration und Aufgabe von Höfen und da bin ich überzeugt von. Deshalb also die Landwirte dürfen von der Politik auch da nicht überfordert werden und sie brauchen, da bin ich sicher, massiv Unterstützung durch Forschung und Hilfestellung, um diesen Weg beschreiten zu können. Vielleicht mit Bitte um Kürze, können Sie da kurz drauf eingehen, wie kann das gelingen? Also zunächst einmal ist, glaube ich, Politik gehalten, nicht immer neue Auflagen zu verabschieden. Das sehen wir ganz aktuell gerade, denn diese Auflagen können im Zweifel größere Betriebe leichter erfüllen als kleinere, weil die eben eine ganze Abteilung in Anführungszeichen oder Bürokräfte haben, die das alles machen. Je kleiner so ein Betrieb wird, für den aber die gleichen Auflagen gelten wie für den großen, umso schwerer hat er das, weil das eben proportional von seinem Gesamtumsatz einen höheren Kostenanteil sozusagen ausmacht. Also das wäre schon mal das Erste. Schluss mit zusätzlichen Auflagen und da können wir über Insektenschutz, Düngeverordnung, viele andere Dinge diskutieren. Und das Zweite wäre, aufzuhören mit diesen ewigen nationalen Alleingängen und noch was obendrauf zu satteln und noch mehr, also was aus Brüssel kommt, die Vorgaben, die Teil der gemeinsame Agrarpolitik sind, alles wunderbar, aber wenn Deutschland meint, immer noch zusätzlich Musterknabe sein zu wollen oder zu müssen, dann führt das eben dazu, dass das nicht nur eine ungleiche Beherrschbarkeit zwischen Groß und Klein gibt, wie ich es eben beschrieben habe, sondern auch innerhalb Europas dazu führt, dass die Standards immer weiter auseinandergehen. Und das ist die zweite große Aufgabe von Politik, dafür zu streiten, dass wir innerhalb des gemeinsamen Binnenmarktes Europa auch zu einer Angleichung von Produktionsstandards kommen. Herr Hocker, vielen Dank. Wir haben noch ein paar Minuten und ich würde sagen, ein guter Zeitpunkt, um noch mal zu fragen, wie es denn so in unserem Chat aussieht, Sven Hoffmeister. Vielleicht schaffen wir noch ein, zwei kleine Fragen mit in unser Podium zu nehmen. Ja, danke nochmal für das Rückspiel. Es gibt noch eine Frage an die Frau Marlein. Gibt es denn Berechnungen, wie viel Energie man durch den Einsatz von KI einsparen kann? Frau Marlein, geht direkt zu Ihnen. Ja, also diese Frage nach der Quantifizierung ist wirklich sehr, sehr schwierig und kann man eben jetzt nicht auf den Punkt gebracht beantworten, weil es so viele unterschiedliche Anwendungsfelder gibt und so viele unterschiedliche Bereiche, wo diese Technik uns einen Mehrwert liefern kann. Deswegen kann ich Ihnen da leider keine Zahlen liefern.
Das lassen wir erstmal so stehen und ich würde sagen, wir nutzen die letzten Minuten, wo wir jetzt wirklich ganz unterschiedliche Aspekte auch angesprochen haben, um nochmal in eine kleine Fazitrunde zu gehen. Meine Frage, die ich an Sie gerne richten würde, ist ein bisschen offen heute gestellt, weil das Thema ja auch sehr groß ist und man da viel jetzt zu sagen könnte und auch schon getan hat. Was sind denn Ihre Wünsche einerseits der Teilnahme zur Lösung von Problemen an die Politik oder vielleicht sogar, wenn Sie die Frage anders interpretieren möchten, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt MinisterInnen für Landwirtschaft wären, was wäre Ihre erste Amtshandlung nach unserem Gespräch heute? Und mit dieser Frage würde ich sagen, starten wir direkt nochmal vielleicht bei Ihnen, Herr Plass. Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde sicherlich versuchen, die Menschen versuchen zu sensibilisieren, was Landwirtschaft überhaupt bedeutet. Die ureigenste Aufgabe von uns Landwirten ist immer noch, Nahrungsmittel zu produzieren. Und ich habe Spaß daran, Nahrungsmittel zu produzieren. Ich mag, wenn Produkte, speziell, ich bin dann sehr spezialisiert auf die Kartoffeln, wenn wir ein gutes Produkt bei einem großen Fastfood-Hersteller sind mit diesem komischen goldenen Buchstaben und wenn die dann dort verköstigt werden, das freut mich. Und das ist einfach die ureigenste Aufgabe von Landwirten und das soll es in meinen Augen, das muss es auch bleiben, Nahrungsmittel zu produzieren. Und die Menschen müssen wieder daran geführt werden. Ich merke das oft in den Diskussionen, die ich mit Eltern meiner Kinder führe, die gehen ja auch in eine Stadt zur Schule und ich bin da so ein Exot als Landwirt mit meinen Kindern und ich bin erschrocken, wie wenig Wissen wirklich über die Zusammenhänge von Landwirtschaft und ländlichem Raum. Und wir reden ja oft über, im Prinzip ist es ja ein Konflikt zwischen, ein Stadt-Land-Konflikt, den wir führen. Wenn landwirtschaftliches Leben im Ort nicht mehr stattfindet, wenn wir den Baum nicht mehr wegräumen von der Straße oder die Feuerwehr nicht mehr rausziehen mit unseren Traktoren, da geht auch viel Kultur verloren. Da muss man auch drauf aufpassen, in meinen Augen. Deshalb wäre wirklich mein größter Wunsch zu versuchen, die Gesellschaft zu sensibilisieren, wie Landwirtschaft stattfindet, was wir tun und speziell auch, dass wir nicht Vergifter oder Ähnliches sind, sondern dass wir die Produzenten von gesunden, es gab noch nie so viel Auswahl im Regal, im Discounter, egal wo, an gesunden und vielfältigen Lebensmitteln, die wir hier erzeugen. Und das wünsche ich mir einfach, dass es so bleibt. Christoph Plass, die Passion, die steckt an und bleibt im Raum verhallen. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Landwirt aus Liebenwalde mit wirklich ganz viel digitalem Input, den wir auch heute ein bisschen bekommen haben. Und ich schaue jetzt nochmal Lea Vlies an und frage, was würden Sie denn tun? Ja, ich muss bei der Frage an eine Veranstaltung denken, auf der ich war vor Corona, also die letzte Veranstaltung. Da ging es den ganzen Tag darum, welche Landwirtschaft wollen wir eigentlich? Und am beeindruckendsten für eigentlich den größten Teilnehmerkreis war eine junge Schweinebäuerin, die auch gefragt wurde, was so ihre Wünsche an die Landwirtschaft sind, ihre Vorstellungen. Und die hat nicht einmal drüber nachdenken müssen und hat gesagt, mehr Wertschätzung. Und das wäre tatsächlich mein erstes Handlungsfeld, da wieder mehr Wertschätzung für die Produzenten dieser Lebensmittel und auch die Leidenschaft, die dahinter steckt, die man auch gerade wieder sehr schön gespürt hat, herzustellen. Lea Vlies, vielen Dank. Und da kommt auch sicherlich noch einiges auf uns zu als Geschäftsführerin bei Forum Moderne Landwirtschaft. Und ich möchte auch gerne noch mal Professor Dr. Anne-Kathrin Marlein fragen, was würden Sie denn sagen? Ja, ich möchte gerne zum Abschluss noch einen Aspekt einbringen, der gar nicht angesprochen wurde. Und das ist das Thema Ausbildung und Nachwuchsförderung. Und ich glaube, hier müssen wir wirklich auch viel Energie reinstecken, um die Landwirte der Zukunft und den Nachwuchs zielgerichtet auszubilden und mit diesen modernen Technologien vertraut zu machen, um eben schon dort im Prinzip den Grundstock für ganz viel Potenzial und auch eben die Implementierung von Smart Farming Aspekten zu setzen. Also hier wirklich auch im Bereich Ausbildung intensiver sich einzubringen, Studiengänge nochmal neu zu reflektieren, neue Anreize und neue Module zu etablieren. Das ist was wir nicht aus den Augen lassen dürfen. Das haben Sie jetzt nicht gesehen, Frau Professor Marlein, aber einige in den Reihen haben Ihnen zugestimmt und genickt. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch nochmal möchte ich jetzt von der FDP-Bundestagsfraktion zunächst einmal Frank Sitter fragen, weil jetzt wirklich einiges in das wir eingetaucht sind. Was nehmen Sie mit? Die Ministerfrage lasse ich für den Gero Hocker übrig und da ich mir von der Politik vielleicht was wünschen kann, weil ich Teil davon bin, eben wünsche ich mir vielleicht was von den Landwirten und von den Produzenten von Nahrungsmitteln, weil wir haben es ja, wenn wir ehrlich sind, nicht nur mit Herrn Ploss zu tun, sondern auch
dem einen oder anderen, wo die Kommunikation mit dem Verbraucher durchaus noch Potenzial hat. Und ich glaube, da ist über die letzten Jahre oft so ein Stück weit Produktion von Commodities, würde man sagen, also austauschbaren Gütern entstanden, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich jetzt eigentlich für eine Möhre mir dabei suchen sich einen Edeka aus, würde ich gerade sagen, suchen sich einen aus, den ich dort habe. Und dass wir da vielleicht es nutzen, dass sich die Bürger doch zum Großteil für Ernährung interessieren, für Nachhaltigkeit interessieren, dass man digitale Technologien eben tatsächlich für Transparenz nutzt. Also wenn eine, was wir verurteilen, NGO irgendwo in einem Stall einbricht, weil sie sich ums Tierwohl sorgt, dann sollte die Antwort nicht sein, ein hoher Zaun und ein Wachhund, sondern Webcams in dem ganzen Stall, dass man sagt, ich habe nichts zu verbergen, ihr müsst nicht bei mir einbrechen, guckt es euch einfach an, weil wir hier eine gute Arbeit machen. Oder wenn jemand eben die Kartoffeln produziert, dass ich jedenfalls auch weiß, das sind jetzt die Plosskartoffeln und das sind nicht irgendwelche festkochende Sorte irgendwas, wo ich gar keinen Bezug dazu habe, wo sie herkommen. Das würde mich sehr freuen, wenn man dieses noch mehr nutzt, auch wenn es nicht immer geht und damit auch dem Verbraucher zeigt, guck mal, da kommen die Lebensmittel her, so werden die produziert und dann, wenn wir dann sozusagen unseren Teil der Aufgaben machen, dass wir uns für gute Rahmenbedingungen kümmern, dann kann man auch diesen hier oft zur Sprache gekommenen Konflikt Stadt-Land hoffentlich ein Stück weit auflösen. Und ich glaube, da habe ich große Hoffnung, dass also während neben diesen Innovationen beim reinen Anbau eben auch die Möglichkeiten Transparenz, wenn es der Twitch-Mähdrescher ist, der mal zeigt, was so ein Landwirt auf so einem Mähdrescher den ganzen Tag macht oder eben andere Möglichkeiten dort sind. Frank Sitter, vielen Dank, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Und jetzt war so viel gesagt worden, also von Ausbildung bis zu Anerkennung, Öffentlichkeitsarbeit, viele Dinge, die mitgeschwungen sind. Und da frage ich natürlich sehr gerne jetzt auch nochmal zum Schluss, Sie als landwirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Herr Dr. Hocker, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt Minister wären, morgen? Morgen? Also ich habe eben schon viel gesprochen über, ich sag mal, die politische Technik. Wir müssen darüber nachdenken, dass wir die Produktionsstandards angleichen. Wir müssen den Verbraucher mit in die Pflicht nehmen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, der steht eigentlich wie so ein rosa Elefant gerade im Raum. Politik muss wieder Wissenschaftlichkeit, und zwar reine Wissenschaftlichkeit geht nie, aber mehr Wissenschaftlichkeit als Grundlage ihrer politischen Entscheidungen anerkennen. Und da ist mein Eindruck gerade in den letzten Jahren, dass Politik ein Stück weit immer opportuner wird und meint, das sozusagen in politische Handlungen, in Gesetze, in Verordnungen zu gießen, was vermeintlich Mehrheitsmeinung in unserer Gesellschaft ist. Und wir haben eben nicht nur diese Kluft zwischen Stadt und Land, sondern wir haben auch eine Zunahme von Menschen in den städtischen Regionen und eine Abnahme von Menschen und Bevölkerung in den ländlichen Regionen. Das führt natürlich dann auch dazu, dass diese Entfremdung stattfindet, von der wir gesprochen haben. Es führt aber auch dazu, dass, ich sag mal, die politischen Mehrheiten sich verändern und Forderungen, die landwirtschaftsfremd sind und eben nicht unterlegt sind mit wissenschaftlicher Erkenntnis, wir reden ja gerne auch vom postfaktischen postwissenschaftlichen Zeitalter, in dem wir leben, das müssen wir ein Stück weit zurückdrängen, denn wir werden nicht Landwirtschaft zukunftsfähig organisieren können, wenn wir es alleine danach machen, was irgendwelche NGOs, hast du eben angesprochen, Frank, die sozusagen die öffentliche Meinung diktieren oder Politik bestimmte Dinge anheimstellen oder empfehlen, die dann häufig genug 1:1 und unreflektiert umsetzt. Und das wird nicht gelingen. Das, was wir gegenwärtig haben, ist ja schon das Ergebnis von, ich sag mal, einem jahrhundertelangen wissenschaftlichen Prozess. Trial and Error. Man hat eine Technologie ausprobiert, das hat sich als Irrwerk herausgestellt, da hat man eine bessere genutzt und hat die dann eben auch fortgeführt und weiter perfektioniert. Und das ist eigentlich nicht nur in der Landwirtschaft, aber auch gerade in der Landwirtschaft der einzige Weg, wie es weitergehen kann, meine ich. Also, dass wir uns davon lösen, dass in irgendwelchen urbanen Milieus man darüber sinniert, wie man Landwirtschaft mal gestalten müsste und es müsste mehr Tierwohl und so weiter. Aber wenn es dann wirklich an die Umsetzung geht, dann geht es eben nicht um das Bauchgefühl, sondern dann geht es darum, das wirklich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu unterlegen. Und häufig liegt man auch extrem falsch, was gut ist. Also ich war letztens an einem Samstagabend auf einem Grillabend, da wurde darüber gesprochen, dass man doch für das Tierwohl mehr machen müsste. Denen ging es ja in den Ställen meistens so schlecht, weil es so kalt ist, weil es ja kälter ist. Ich würde mich ja auch nicht wohlfühlen bei 5 Grad. Eine Kuh, habe ich gelernt, die fühlt sich ideal bei 5 Grad Celsius, vielleicht bei 6
Grad Celsius und mir wäre das viel zu kalt. Also was ich damit sagen will, ist dieses Emotionalisieren, dieses auch Vermenschlichen teilweise und eben Aussparen, dass eben Tiere andere Bedürfnisse haben als ein Mensch und gleichzeitig, dass nur weil bestimmte Dinge emotional extrem aufgeladen sind, woraus auch eine ganze Industrie entstanden ist in unserer Gesellschaft, dass das nicht dazu führt, dass tatsächlich Dinge besser werden, nur weil jemand das Gefühl hat, dass es falsch wäre, wie es gegenwärtig läuft. Mhm. Deswegen ein klares Bekenntnis zur Wissenschaftlichkeit als Grundlage der Entscheidungen, die wir zu treffen haben, ein klares Bekenntnis dafür, dass wir innerhalb eines gemeinsamen Binnenmarktes tatsächlich auch zu einer Angleichung von Produktionsstandards kommen und als drittes den Verbraucher mit in die Pflicht nehmen, damit er sich nicht sozusagen Rosinen rauspicken kann, Dinge fordern kann, aber nicht sich wahrhaftig verhält und zum günstigsten, preisgünstigsten Lebensmittel greift. Das wird nicht funktionieren. Vielen Dank, Herr Dr. Hocker, landwirtschaftspolitischer Sprecher. Und dieses Fazit, das nehmen wir auch mit. Und deswegen geht zum Schluss auch nochmal ein Dank an Sie, dass Sie mitdiskutiert haben, dass Sie den Chat genutzt haben, Ihre Fragen, Ihre Meinung mit Sven Hoffmeister. Vielen Dank nochmal zu uns in die Runde getragen haben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt erstmal oder wünschen wir Ihnen jetzt erstmal in Berlin aus diesem wunderbaren Saal mit Lampen herzliche Grüße und bis bald.